Petri bedürfen wohl keine Vorstellung. Etwas anders sieht das noch aus, ich betone oft, also das noch mit unserem Direktkandidaten für die Landtagswahl im Mai, dem Parteifreund Bernd Lübcke aus Hellenthal, der sich Ihnen jetzt gleich im Anschluss hier vorstellt. Also, okay. Der danke, lieber Lothar. Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, im Namen des Kreisverbandes der AfD Holzkirchen möchte auch ich Sie hier recht herzlich begrüßen. Wir freuen uns, dass Sie so zahlreich den Weg zu uns gefunden haben. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mich kurz vorzustellen. Mein Name ist Bernd Lübcke und ich bin Ihr Direktkandidat für den Landtag 2017. Ich bin 35 Jahre jung, komme aus der Gemeinde Hellenthal und bin tief verwurzelt hier im Kreis Holzkirchen. Ich bin werdender Vater und freue mich ganz besonders auf diese neue Herausforderung. Als Arbeiter im Straßenbetriebsdienst im Landesbetrieb Straßen NRW verstehe ich das Leben und die Sorgen aller Arbeiter. Liebe Bürgerinnen und Bürger, 2013 bin ich Mitglied der AfD geworden, weil ich nicht länger zusehen wollte, wie wir Stück für Stück deutsche Souveränität an die Europäische Union abgeben. Ich erachte die Europäische Union als bürokratisches Konstrukt und lehne diesen Verwaltungsapparat in seiner jetzigen Form gänzlich ab. Als Abgeordneter der AfD im Kreis Holzkirchen habe ich das politische Einmaleins kennengelernt. Ich weiß, wie Ausschussarbeit aussieht. Als Abgeordnete der AfD im Landtag würde ich unsere Fraktion im Ausschuss Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr unterstützen. Dass unsere Straßen marode sind, das wissen wir und das weiß ich aus meiner Arbeit. Schneller sanieren oder bauen können wir nur dann, wenn wir die unsäglichen Folgen der grünen Ideologie in einer Unzahl an Umweltgutachten wieder rückgängig machen, meine lieben Bürgerinnen und Bürger. Meine Damen und Herren, noch etwas zu meiner Person. Ich bin konservativ, weil ich glaube, dass die Familie das Fundament unserer Gesellschaft sein muss. Ich bin konservativ, weil ich Tugenden wie Treue, Moral, Pünktlichkeit und Ordnung für die Zukunft vorleben und bewahren möchte. Ich bin ein freiheitlicher Demokrat und stehe für die soziale Marktordnung. Aber für eine Marktwirtschaft, die sich an den Menschen orientiert und nicht an der Wirtschaft. Und ich bin überzeugter Patriot, weil ich glaube, dass es Patriotismus braucht. Ein Staat ohne Patriotismus ist ein Staat ohne Zukunft, wenn niemand mehr für diesen einstürmt, meine lieben Bürgerinnen und Bürger. Und ich bin Patriot aus der Liebe zum eigenen Volk und nicht aus Hass auf andere Völker. Und lassen Sie mich zum Schluss noch eins sagen. Ich freue mich, Ihnen eine Alternative zu den Altparteien bieten zu können und hoffe auf Ihre Stimme. Dankeschön. Vielleicht noch ein Nachschlag zu der Vorstellungsrede von Bernd. Sie haben an Ihren Plätzen und auf jeden Fall nicht weit davon diese Oscar-Flyer gefunden. Sie sehen den Namen Bernd Lübcke großgeschrieben. Damit hat es folgende Bewandtnis. Wir sind ein armer Kreisverband. Ich plaudere kein Geheimnis aus, wenn ich sage, wir haben 6.000 für den ganzen Wahlkampf zur Verfügung. Und wenn ich von der Schule nach Hause zum Golfplatz fahre, dann komme ich allein an SPD-Standplakaten vorbei, die ein Vielfaches dessen gekostet haben werden. Der Kreisverband Holzkirchen hat sich im ganzen Kreis ein einziges Großplakat geleistet. Das war auch noch besonders günstig in der Herstellung, weil Bernd das selber unglaublich gut vorbereitet hat. Super stabile Konstruktion, war in 40 Minuten zusammengezimmert. Ja, auf
dem einen Bild sehen Sie die gerade fertiggestellte Großplakatwand. Auf dem anderen Bild, das war farblich sehr schön, vielleicht jetzt in der kommenden Osterzeit, sehen Sie das Plakat nach 10 Stunden. Manchmal fragt man sich ja, wofür werden Steuergelder ausgegeben? Ich hatte also vorgestern die Gelegenheit, auf die andere Rheinseite zu fahren, Leverkusener Brücke kennen Sie. Ich will jetzt gar nicht auf das ganz große Loch zu sprechen kommen, also die Ermutigung und Belohnung von illegaler Einwanderung. Aber es gibt ja auch nicht unbeträchtliche Gelder, ihre Steuern, die für den sogenannten Kampf gegen Rechts ausgegeben werden. Frau Kopetke kann das sicher für Dresden erklären. Bern sitzt ja bei uns im Kreistag und auch der Kreis Euskirchen, der hat 104.000 Euro, die müssen verbraten werden für den Kampf, glaube ich, gegen Rassismus oder so. Egal wie das heißt, wenn man in Köpfe von Leuten wie Maas schaut, heißt Kampf gegen Rassismus heutzutage Kampf gegen die AfD. Das heißt, solche Resultate, solche Mittel der politischen Auseinandersetzung fördern wir zwangsweise durch unsere Steuergelder. Also vielleicht nimmt sich diese Karte mit, das wird den Namen Bernd Lücke in der verdient wachen Erinnerung haben. Ja, jetzt der erste Höhepunkt, der zweite Höhepunkt des Abends, Markus Bozell. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Erstmal herzlichen Dank für die Veranstaltung, für die Organisation dieser Veranstaltung, an den gesamten Kreisverband hier in Euskirchen. Und ich hoffe, dass mit Bernd Lücke hier ein Direktkandidat steht, der es vielleicht diesmal noch nicht ganz schaffen wird, das Direktmandat einzufahren für die AfD. Aber jemand, der, glaube ich, hier in diesem Kreisverband eine Zukunft hat. Und wir werden uns ja nicht dieses Mal das letzte Mal zur Wahl stellen. Und wenn es diesmal nicht klappt, dann vielleicht in 5 Jahren. Trotzdem glaube ich, ist es ein wichtiges Zeichen, dass wir in den allermeisten Wahlkreisen Direktkandidaten stellen, um auch unseren Anspruch zu verdeutlichen. Unseren Anspruch nämlich, Volkspartei zu sein und nicht nur Klientel und kleine Rand- und Nischenpartei, meine Damen und Herren. Ja, die AfD strebt Direktmandate an, auch wenn das möglicherweise in diesem Wahlkampf noch nicht überall funktionieren wird. Wir streben das an mit einigen thematischen Schwerpunkten, bei denen ich sagen kann, dass wir zumindest hier in Nordrhein-Westfalen ganz wesentliche Alleinstellungsmerkmale besetzen. Ich will anfangen bei der Bildung, das ist ein klassisches Landesthema. Die Bildung, das können Sie, also wenn Sie die SPD-Wahlplakate sehen, dann sehen Sie darauf natürlich fröhliche Kinder und alles ist gut und alle lernen fleißig und wir können Zukunft und alles ist schön. Die Realität sieht leider ein bisschen anders aus. Denn Nordrhein-Westfalen ist nicht erst seit gestern im Bereich der Bildung eines der krankenden Bundesländer, wenn wir überhaupt sagen können, dass wir gesunde Bundesländer diesbezüglich in Deutschland haben. Aber NRW liegt selbst im Vergleich unter den deutschen Bundesländern ziemlich weit hinten. Und das liegt, das muss man leider auch sagen, daran, dass hier jahrzehntelang die Sozialdemokratie gehaust hat. So muss man das wohl nennen. Denn leider zieht es sich wie ein roter Faden durch die deutsche Bildungspolitik, dort, wo die Roten besonders häufig, besonders lange regiert haben, sind die Bildungsergebnisse entsprechend mager. Das kann man nicht wegdiskutieren, denn die Bremer Kinder sind nicht dümmer als die sächsischen oder auch die bayerischen Kinder, aber die schulischen Ergebnisse sind ungleich schwächer. Und das gilt eben leider auch für Nordrhein-Westfalen, was besonders dramatisch ist, weil dieses Bundesland ja insgesamt für Deutschland noch eine gewisse Relevanz besitzt, im Verhältnis zu bringen. Meine Damen und Herren,
Es gibt einige neue Errungenschaften der rot-grünen Bildungspolitik in Nordrhein-Westfalen, die das Ganze verschlimmern werden. Ich will anfangen mit dem Bereich, der möglicherweise die gravierendsten Einschnitte verursachen wird. Das ist die sogenannte Inklusion, meine Damen und Herren. Inklusion, das ist erstmal etwas Schönes, wer könnte etwas gegen Inklusion haben? Inklusion, meine Damen und auch meine beiden Herren, rechts von der Bühne. Können Sie sich bitte inkludieren ins Publikum? Oder Sie halten eine eigene Rede gleich. Inklusion, meine Damen und Herren, bedeutet, dass Schüler mit unterschiedlichen Lernbehinderungen, die können körperlicher oder auch geistiger Natur sein, in Regelschulen integriert werden. Wir haben in Deutschland bislang ein System von Förderschulen gehabt, was vielleicht nicht einzigartig, aber doch weltweit, sagen wir mal, spitze war. Das kann man, glaube ich, ohne Übertreibung so sagen. Herr Bleker als Lehrer nickt. Ja, ich glaube, man kann sagen, wir haben jahrzehntelang in dieser Frage tatsächlich Spitzenpolitik betrieben in Deutschland. Und das lag an mehreren Dingen. Zum Ersten sind die Förderschulen personell und insgesamt auch finanziell mit derart guten Mitteln ausgestattet, dass man auf die Bedürfnisse der zu fördernden Kinder sehr individuell eingehen konnte, auch weil das Verhältnis zwischen Schülern und Lehrern, also das Zahlenverhältnis, ein völlig anderes selbstverständlich ist als an Regelschulen, insbesondere an Gymnasien, ist das ja, ich sag mal, sind ja 26, 27 Schüler keine Seltenheit. Auch da ist im Übrigen NRW Spitze. Es gibt kein Bundesland, was so viele Schüler pro Klasse und damit pro Lehrer hat, wie Nordrhein-Westfalen. Man könnte auch sagen, es gibt kein Bundesland, was mit so wenig Lehrern im Verhältnis zu seinen Schülern auskommt. An den Regelschulen war das bislang anders. Es gab hochgradig spezialisiertes und gut ausgebildetes Personal, was auf die Bedürfnisse der Schüler zugeschnitten war, mit den entsprechenden Unterrichtsbedingungen. Sei es, dass in der Schule therapeutisches Reiten stattfand, all diese Dinge, die eben für besondere Bedürfnisse dort stattgefunden haben. Und nun integriert man diese Schüler alle in Regelschulen. Das heißt, Sie könnten heute erleben, dass Sie an einem Gymnasium einen Schüler haben, der bislang an einer Förderschule war, und zwar nicht, weil er vielleicht körperlich behindert war, sondern weil er eine Lernbehinderung mitbringt. Wir haben heute Lernbehinderte an nordrhein-westfälischen Gymnasien. Meine Damen und Herren, wir haben bislang ein dreigliedriges Schulsystem, genauer genommen eigentlich ein viergliedriges mit den Förderschulen gehabt. Und jetzt nehmen wir die Schüler mit der schwächsten Leistungsfähigkeit und integrieren sie bis hoch ins Gymnasium. Das führt das gesamte dreigliedrige Schulsystem ad absurdum. Es zerstört dieses dreigliedrige Schulsystem, was aus guten Gründen bislang in Deutschland im Wesentlichen so gehandhabt wird. Und Sie stellen Lehrer vor Herausforderungen, denen Sie, und das ist kein persönlicher Vorwurf an die Lehrer, die Sie qua Ihrer Ausbildung gar nicht leisten können. Der originäre Gymnasiallehrer ist auf Schüler mit entsprechendem Förderbedarf nicht vorbereitet. Der hat eine Ausbildung mit einem völlig anderen Ziel, weil er mit ganz anderen Schülern üblicherweise in seiner Praxis über die Jahre konfrontiert wird. Jetzt muss dieser Lehrer ohne die entsprechende pädagogische Ausbildung, die entsprechende Sonderausbildung, auf einmal die Aufgabe machen, unter viel schwierigeren Bedingungen, mit einer viel größeren Schülerzahl, die vorher ein hochspezialisierter Lehrer
an einer Förderschule mit ganz anderen Mitteln und ganz anderen, viel geringeren Schülerzahlen geleistet hat. Meine Damen und Herren, dass das auch für den zu fördernden Schüler am Ende nicht das beste Ergebnis sein kann, das liegt eigentlich auf der Hand. Dafür muss man nicht einmal Fachmann sein. Und gestützt wird das ganze System dieser Inklusion. Weil man sagt, ja, die Vereinten Nationen, die fordern das aber. Wissen Sie, bislang hat überhaupt noch kein Mensch auf der Welt begriffen, dass die Vereinten Nationen es fordern, also außerhalb Deutschlands. Nur in Deutschland weiß man, dass die Vereinten Nationen die Inklusion fordern. Das liegt an einer falschen Übersetzung einer NGO, Non-Government Organization, einer Nichtregierungsorganisation. Die haben da mal was übersetzt. Tatsächlich stand da aber nichts von Inklusion. Da stand was von Integration. Und meine Damen und Herren, Integration ist etwas völlig anderes als Inklusion. Und es führt, und das war früher der Fall bei den Förderschulen, eben dazu, dass zu fördernde Schüler die bestmögliche Förderung bekommen und in die Gesellschaft dadurch bestmöglich integriert werden, weil man ihnen diese Förderung zuteilwerden lässt. Jetzt setzt man sie neben Regelschüler und lässt damit Schüler, Lehrer und Eltern am Ende im Regen stehen, meine Damen und Herren, und zerstört ein gut funktionierendes Förderschulsystem, was Deutschland einmal hatte. Und das tut man jetzt mit besonderem Elan auch hier in Nordrhein-Westfalen. Dagegen wehrt sich auch die AfD. Wenn ich sage euch, ist ja richtig was los. Sagen Sie mal, meine Herren, was machen Sie denn jetzt gerade? Das ist schon etwas störend, wenn ich das so sagen darf. Danke. Wenn ich sage, dafür setzt sich auch die AfD ein, dann heißt das nicht, dass es andere Parteien gibt, die sich dafür einsetzen, diesen Blödsinn zu beenden. Aber fragen Sie mal Lehrer, fragen Sie Eltern, fragen Sie betroffene Schüler. Und da werden Sie feststellen, dass es eine weit überwiegende Mehrheit unter allen drei Gruppen gibt, diesen Unfug sofort zu beenden. Nur bei der Politik weiß man das deutlich besser. Gibt aber noch was, wo die AfD im Bereich der Bildungspolitik ein Alleinstellungsmerkmal besitzt. Das betrifft die Thematik G8, G9, 8- oder 9-jähriges Gymnasium. Sie wissen das vielleicht, das ist damals eingeführt worden, weil man gesagt hat, man kann dann ja Gymnasialzeit sparen und dann die Schüler nach 12 Jahren zum Abitur führen. Das ist grundsätzlich als Ansatz vielleicht gar nicht so falsch, denn zu meiner Zeit, muss man sagen, war die 11. Klasse tatsächlich eine, wo man eine Schleife drehte. Nur, das heißt am Ende nicht, dass wenn man ein Jahr Schulzeit abbaut, dass man damit die entsprechenden Anforderungen gleich auch nach unten schraubt und dass man trotzdem am Ende den Nachmittagsunterricht stark ausweitet, damit den Lerndruck auf die Schüler deutlich erhöht und entsprechenden Stress verursacht. Auch an der Stelle hat es erheblichen Widerstand sowohl von Lehrerverbänden als auch von den Eltern gegeben. Auch das hat niemanden interessiert. Interessanterweise hat man jetzt in Bayern vor einigen Tagen beschlossen, wieder zu G9 zurückzukehren. Und nun kann man den Bayern ja vieles vorwerfen, aber in der Bildungspolitik sind sie zumindest innerhalb Deutschlands nach wie vor gemeinsam mit Sachsen Spitze. Und insofern ist das eine Erkenntnis, die an der Stelle schlicht zugehört hat. Den Bürgern, die betroffen sind, und den Lehrern, die es Tag für Tag erleben. Und vielleicht, das will ich an der Stelle auch noch anfügen, vielleicht ist ja auch die Frage der Hochschulreife
die ja mit dem Abitur einhergehen soll. Vielleicht ist das ja etwas, was einem mit 19 oder 20 Jahren sehr viel näher liegt als mit 18, das dann zum Teil heute schon der Fall ist. Ich sage ganz ehrlich, ich glaube, mir hat das sehr gut getan, erst mit 19 studieren zu gehen, beziehungsweise wir haben ja damals auch noch die Bundeswehr gehabt, insofern war ich dann auch 20 schon. Also wenn ich mir so vorstelle, mit 18 heute an die Universitäten zu gehen und ein freies Lernen durchzuführen, dann habe ich so meine Zweifel über die persönliche Reife, die am Ende auch zu so etwas dazugehört. Und da sind wir dann eigentlich schon beim nächsten Thema, nämlich der universitären Bildung. Auch an der Stelle haben wir ja wieder reformiert. Und Reformen sind in Deutschland beliebt, weil Reformen, das heißt immer, der Politiker tut was und am Ende ist alles besser. So jedenfalls die Hoffnung vor der Wahl. Und natürlich auch die Versprechen. Und in Deutschland sah das dann so aus, also Sie erinnern sich an diese elenden Zeiten. Da gab es Magister- und Diplomstudiengänge und das war alles, die ganze Bildung in Deutschland war ganz furchtbar. Und dann hat man das alles internationalisiert und dann wurde sofort alles besser. Ja, also Bachelor- und Masterstudiengänge und auf einmal, nee, sowas nicht, genau. Das Problem war anders. Man hatte Magister- und Diplomstudiengänge, das hat funktioniert. Und manchmal war das so ein bisschen Ärgernis beim Wechsel zwischen angloamerikanischen Universitäten und deutschen Universitäten, weil die Systeme nicht eins zu eins zueinander passen. Ist so im Leben. Gibt viele Hürden, wenn man eine Grenze überschreitet. Dann haben wir gesagt, naja, dann übernehmen wir einfach das angloamerikanische System. Wir machen einfach Bachelorstudiengänge, Masterstudiengänge. Und dann haben die Leute so vor sich hin studiert, dann haben sie auf einmal einen Bachelorabschluss gehabt. Und dann haben sie sich gedacht, Mensch, jetzt haben wir einen Abschluss, guck ich mal, was ich damit so machen kann. Und dann wollten sie auf den Arbeitsmarkt. Und dann haben sie festgestellt, das ist aber jetzt gar kein angloamerikanischer Arbeitsmarkt. Wir sind gar nicht in den USA oder in England. Wir sind in Deutschland. Und in Deutschland interessierte keine Sau, dass man einen Bachelorabschluss hatte. Weil die alle gesagt haben, komisch, ich hatte mal ein Diplom oder Magister. Das hat auch so und so lange gedauert. Und jetzt kommen die an und wollen mir erzählen, dass sie nach 3 Jahren einen Abschluss haben. Verstehe ich nicht. Akzeptiere ich nicht. Das war die Realität in Deutschland. Die konnten mit ihrem Bachelorstudiengang, mit ihrem Bachelorabschluss, die konnten sich einen Hut stecken. Und dann stellten die auf einmal fest, weil man ja geplant hatte, dass gar nicht jeder, der einen Bachelorabschluss gemacht hatte, am Ende auch den Masterstudiengang überhaupt fortführen konnte. Da waren gar nicht genug Studienplätze da. Und da hatten diese Studenten eigentlich gar nichts falsch gemacht. Die hatten ein ordentliches Abitur gemacht, die hatten einen Bachelorabschluss, alles ordentlich. Und dann standen sie da. Im Ergebnis mit gar nichts. Jedenfalls nichts, was für den deutschen Arbeitsmarkt getaugt hätte. Bis man dann auf die Idee kam im Prinzip, naja, und das ist heute die Praxis, am Ende taugt es eben nichts, wenn man nicht ohne Master auch die Universität abschließt. Das ist die Realität. Da kann man sich aber den blöden Bachelorabschluss in Deutschland vorher auch schenken. Und wir betreiben den Irrsinn aber weiter. Und der ganze Vorteil ist, man kann jetzt frei zwischen den USA und Deutschland hin und her studieren. Wie viel Prozent der Studenten betrifft das denn? Und wie viel Prozent der Studenten leiden unter den Folgen auf dem deutschen Arbeitsmarkt? Meine Damen und Herren, warum man ohne Not ein gut funktionierendes deutsches Bildungssystem schulischer, universitärer und im Übrigen auch bei der Handwerksausbildung zerschlägt, will mir nicht in den Kopf, meine Damen und Herren. Das ist unmöglich. Gut, gibt ja auch ein paar positive Dinge zu vermelden. Der Lehrplan wurde aufgestockt. Es ist ja nicht so, dass man heute weniger lernt. Man lernt viel mehr. Meine Damen und Herren, man lernt heute Dinge in der Schule, die wissen Sie selbst. Naja,
Und wenn Sie sie wissen, dann reden Sie vielleicht lieber gar nicht drüber. Ich rede über Frühsexualisierung. Heute kann man in der Grundschule, ich meine, warum nicht mal mit Grundschülern über Dildo reden? Warum nicht? Ich meine Damen und Herren, wir leben doch im 21. Jahrhundert und nicht mehr hinter dem Mond. Warum nicht einfach mal beim nächsten Kindergeburtstag für die 8-Jährigen den Dildo auspacken? Hey! Das kennen die aus der Schule, da wundert sich niemand. Hey! Außer ihre Nachbarn, die das mitbekommen. Ja, klingt lustig. Aber sie erkennen die Absurdität. Warum muss man Kinder mit Dingen konfrontieren, bei denen die meisten Erwachsenen sagen, muss ich nicht in der größeren Gruppe diskutieren? Aber Schülern, so 20, 25 vorpubertären Schülern, da geht das. Meine Damen und Herren, das ist Realität an deutschen Schulen. Das ist Wahnsinn und es ist überflüssig. Das ist keine Bereicherung des Lehrplans. Jedenfalls ist die AfD der festen Überzeugung, dass es auch vor 30 Jahren eine sehr valide Sexualaufklärung gegeben hat. Also ich habe nichts vermisst. Und alles, was mich danach noch interessiert hat, ich gehe jetzt raus. Den Teil erzählt mal Frauke, ich bin ein bisschen schüchtern. Ja. Gut. Ja, meine Damen und Herren, wir müssen auch über Medien sprechen heute. Wir müssen über Medien sprechen, weil Medien ja eine ganz wesentliche Rolle in unserer Gesellschaft und in unserer Demokratie spielen. Und Journalisten haben ja auch, ich wundere mich über das Selbstbewusstsein, aber die haben ein ganz ordentliches Selbstverständnis. Wenn man sie so fragt, was sie eigentlich so machen, dann sagen die mal ganz selbstbewusst, wir sind die vierte Gewalt im Staat. So. Ja, was macht eigentlich so eine Gewalt? Nee, man kennt das ja, nicht? Also im Grundgesetz stehen ja eigentlich drei. Die Legislative, es gibt die Exekutive und es gibt die Judikative. Ja. Und dann gibt es da die Medien. Und die stehen auch im Grundgesetz, das ist also quasi grundgesetzlich festgelegt, dass die vierte Gewalt sind. Das sage ich mal, Menschen, die Ehe und die Familie, die stehen auch im Grundgesetz, ist da auch Gewalt, andere Geschichte. Wird in Deutschland aber auch immer aktueller, so Gewalt in der Familie, so unter Familienangehörigen. Aber kommen wir zurück auf die Medien. Die sind also die vierte Gewalt. Und das muss man ja auch sagen, in der Theorie und durchaus auch in der Praxis ist das gar nicht zu unterschätzen. Medien stellen Öffentlichkeit her. Medien zerren Dinge ans Licht, die den Bürger etwas angehen und die anderen drei Gewalten der Öffentlichkeit nicht zugänglich machen. Ich rede hier insbesondere von der Exekutive und von der Spitze der Exekutive, nämlich der Regierung. Es ist eine hochwichtige Sache, dass Medien gerade die Exekutive, aber auch die Legislative, die Judikative mit Einschränkungen, das ist vielleicht nicht ganz so notwendig, aber vor allem die Exekutive überwachen, Öffentlichkeit herstellen. Und da erleben wir nun eine ganz besondere Form von Berichterstattung. Wenn Sie heute in die Zeitungen gucken, dann können Sie dann immer lesen, die böse, böse AfD, gut, dass wir die Regierung haben, die verhindert.
Gut, es gibt auch andere Journalisten. Es gibt auch Journalisten, die uns total gewogen sind. Die schreiben so: Also, man muss ja nicht der Meinung der AfD sein. Und ich bin weit davon entfernt. Ich lehne es sogar angewidert ab, was diese Herrschaften und auch die Dame dort sagt. Aber das sind unsere Fans. Die trauen sich das aber nicht zu sagen, weil die natürlich einen Redaktionschef haben. Und ich meine, können Sie sich schon vorstellen. Meine Damen und Herren, wir haben eine Medienlandschaft, die sich viel mehr darum kümmert, eine außerparlamentarische, zumindest auf Bundesebene, eine außerparlamentarische Opposition zu kontrollieren, als unsere eigene Regierung. Wir haben Jubelperser unter diesen Schreiberlingen und keine mehr, die bereit sind, diese Regierung noch einmal kritisch anzupassen. Gut, zum Teil kritisieren Sie ja auch die Frau Merkel. Und naja, dafür loben Sie jetzt die Opposition. Sie kennen das, ja? Dieser Schulz, ja? Der ist Opposition, ne? Wissen Sie? Also wenn der an die Regierung kommt, wird alles anders als bisher. Also völlig anders als bisher immer unter diesen Sozialdemokraten und diesen Eurokraten. Man kennt das ja. Der Schulz macht alles anders, denn der hat mit denen absolut nichts zu tun. Nichts. Ja. Ja, aber die Medien haben auch ein anderes Problem. Die werden nicht nur ihrer Aufgabe als solches nicht mehr gerecht, dass sie die Regierung nicht mehr kontrollieren. Es geht noch viel schlimmer. Heute zum Beispiel erscheint wieder einer dieser Artikel. Ja, also wenn Sie bislang nicht gemerkt hatten, dass Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen ist, heute Spiegel lesen. Da steht es drin. Es ist Wahlkampf, nee, steht so nicht drin. Da steht drin, der Pelzel, also der Spitzenkandidat in Nordrhein-Westfalen und der Ehemann von der Petri, der hat also vielleicht eventuell, also es gibt Behauptungen und Hinweise und es gibt sogar eine Strafanzeige. Ich kann übrigens jeder Depp gegen jeden anderen Depp stellen in Deutschland. So frei ist dieses Land. Und man weiß es nie, also er leugnet natürlich, allerdings, man weiß es nicht und wahrscheinlich hat er Sozialbeiträge, also Sozialversicherungsabgaben nicht bezahlt, das ist eine Straftat. Und, ja, also man weiß noch nicht, ob er in den Knast kommt. Ja, naja, und die Geschichte geht so. Ich muss die mal erzählen, weil die wirklich ganz lustig ist. Sie müssen sich vorstellen, da schließt man einen Arbeitsvertrag mit jemandem, so Anfang Juni letzten Jahres, zum 1.7.2016. Ja, schließt mit dem einen Arbeitsvertrag, sagt, pass mal auf, den reichen wir ein, diesen Arbeitsvertrag, und dann gibt es eine Zahlstelle beim Europäischen Parlament, und dann, die müssen das noch genehmigen. Dann melden die sich erst nicht und sagen, oh, da gibt es aber Probleme und da hat er hier noch eine Angabe einer Nebentätigkeit vergessen und außerdem arbeitet er für die Sächsische Landtagsfraktion, da haben wir Bedenken und wir wissen gar nicht. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, das Ganze zieht sich über Monate und irgendwann sagen die, oh, zahlen wir nicht. So, und dann sagt aber der Spiegel, naja, aber der Arbeitsvertrag ist ja trotzdem geschlossen. Jetzt hat er den einfach nicht bezahlt. Ja, stimmt. Aber wissen Sie was? Der ist auch nie zur Arbeit erschienen. Der hat sich auch nie gemeldet und hat gesagt, weißt du was, wir haben einen Arbeitsvertrag, darüber müssen wir mal reden. Wie machen wir denn das jetzt, wenn das Europäische Parlament das gar nicht zahlt? Kriege ich das denn von dir bezahlt oder so? Nö. Der hat mich auch bis heute noch nicht angeschrieben und hat gesagt, ich hätte gerne mal Geld. Der hat immer so in Gesprächen gesagt, ja, aber wir hatten ja noch einen Arbeitsvertrag und wie ist denn das zu bewerten? Und können wir da mal? Jetzt am 30. Jahr fällt ihm ein, er könnte mal mit dem Spiegel reden und eine Strafanzeige erstatten. Naja, weil halt gerade Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen ist, sagt Frau Hammann, coole Idee, schreiben wir mal was drüber.
Und nach dem Wahlkampf wird das natürlich alles eingestellt. Und auch zivilrechtlich wird er wahrscheinlich nie gegen mich vorgehen, weil er weiß, dass es völlig chancenlos ist, dass wenn man nicht gearbeitet hat, dass man am Ende eben auch kein Geld bekommt. Okay, ich muss zugeben. Er hat mir mal tatsächlich bei zwei Reden geholfen. Das sind jetzt gut 40.000 Euro, die er dafür kriegt. Schreibt aber auch scheiße gut immer. Ich glaube, den schreibe ich ein. Gut. Ja, was machen? Was, wie arbeiten Medien noch so? Dieselbe Journalistin ist meine Lieblingsjournalistin. Das ist meine Lieblingsjournalistin, die Frau Hahn. Die geht auch ganz gerne mal so auf Parteiveranstaltungen und sagt, also die Petri, ja, die ist ja ganz okay, aber den Pretzell, den muss sie loswerden. Kann man ja mal sagen als Journalist. Ich meine, hey, warum nicht? Oder die andere Journalistin, die ich so mag, die ist von der Rheinischen Post. Das ist die Frau Radtke. Gegen die haben wir jetzt gerade eine Strafanzeige wegen Verleumdung eines unserer Kandidaten gestellt. Aber vielleicht ist auch was dran. Oh, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Aber die Dame steht nicht zur Wahl. Deswegen ist das langweilig. Interessanter ist, wissen Sie, was würden Sie so sagen, wenn, Herr Bleker, wenn bei... Ach, Sie haben keine Ex-Frau, ne? Haben Sie? Sehen Sie? So, Stellen Sie sich einfach vor. Stellen Sie sich einfach vor, da kommt ein Brief bei Ihrer Ex-Frau an. Liebe Ex-Frau vom Herrn Bleker, Mensch, ich berichte so über die AfD und weil wir da immer an freundlichen, guten Storys interessiert sind, wollen Sie nicht mal was, ich meine, falls Sie mal was zu sagen haben, kontaktieren Sie uns. Das ist genau die Art und Weise, ohne jede moralische Schranke, ohne jedes moralische Fundament, weil es nur noch um die Diskreditierung, weil es überhaupt nicht mehr um die Kontrolle der Exekutive geht, sondern weil es um die Diffamierung einer Oppositionspartei geht, die dieses System ganz maßgeblich stört, meine Damen und Herren. Vor Angis Amri, nicht, dass es passieren würde.
Meine Damen und Herren, dass es passieren würde, ist ohnehin nicht so überraschend gewesen, bedauerlicherweise. Es war eine Frage der Zeit. Aber es ist explizit vor NSM geraten worden. Das nordrhein-westfälische Innenministerium war gewarnt. Herr Jäger war gewarnt. Und er hat keine Konsequenzen daraus gezogen. Und wir haben heute wieder erlebt, wie jetzt in Stockholm ein Attentäter mit einem Lastwagen mindestens 3 Menschen getötet hat. Das ist heute gerade in Stockholm in der Fußgängerzone passiert. Meine Damen und Herren, uns wird vorgeworfen, das immer wieder zu instrumentalisieren. Ich sage Ihnen eins, diese Dinge, sie werden wieder passieren, nicht weil wir uns das wünschen, sondern weil die Grenzen sperrangelweit aufgemacht werden. Leid, die Verantwortung für Dinge zugeschoben zu bekommen, die unmittelbar aus Regierungshandeln hervorgehen. Und ich habe das schon bei dem Anschlag in Berlin gesagt, aber ich sage es heute noch einmal. Ich bin es leid, dass wir ständig an die Opfer denken, sie betrauern, ja, aber am Ende keinerlei Konsequenz daraus zieht. Der Staat muss sich kümmern um die Opfer und um ihre Angehörigen, ja. Was im Übrigen bei den Berliner Anschlagsopfern in unfassbarer Weise nicht passiert ist. Sind erstaunlicherweise im Übrigen die ausländischen Opfer, die sich darüber bitterlich bei der deutschen Bundesregierung beschwert haben und auch in die Öffentlichkeit, in die Medien gegangen sind. Die deutschen Opfer bzw. ihre Angehörigen haben sich da sehr viel stärker zurückgehalten, was man sicherlich auch verstehen kann. Es ist die Aufgabe, uns um die Opfer und ihre Angehörigen zu kümmern. Aber es ist mindestens genauso unsere Aufgabe, gerade als Politiker, darauf hinzuweisen, dass das Problem mit dem einen Anschlag überhaupt nicht beseitigt worden ist, sondern dass das Problem fortbesteht, dass es weitere Anschläge geben wird, wenn wir nicht endlich gegensteuern. Und meine Damen und Herren, ich will am Ende nicht nur Tote betrauern, ich möchte verhindern, dass es noch mehr davon gibt. Wir können die Toten nicht wiederholen. Wir können das Leid der Menschen am Ende nicht wieder gut machen. Das kann niemand. Aber wir können dafür sorgen, dass diese und ähnliche Ereignisse zumindest deutlich erschwert werden in ihrer Ausführung, meine Damen und Herren. Dafür kommt nichts. Zum Ersten. Das allererste, was man tun muss, ist schlicht die Grenzen zu kontrollieren. Ja. Diejenigen, die heute da sind und möglicherweise eben nicht echte Flüchtlinge sind, sondern ganz andere Dinge im Schilde führen, die werden wir nicht von heute auf morgen los. Aber wir können verhindern, dass morgen noch mehr davon unter den Flüchtlingen eingeschlossen werden. Durch Grenzkontrollen? Durch Grenzkontrollen? Dann, Sie müssen ja nicht mehr glauben. Ja, weil wir keine Grenzkontrollen haben. Also, wir haben. Also Sie müssen ja nicht dran glauben. Aber ich kann Ihnen eins sagen.
Mir ist am Ende auch ehrlich gesagt egal, wo kontrolliert wird. Grundsätzlich wäre es sogar sehr viel vernünftiger, an den Außengrenzen vernünftig zu kontrollieren, als an den ganzen Binnengrenzen. Fakt ist aber, dass das nicht funktioniert, weil in Griechenland keiner Interesse daran hat, die Kosten für eine Außengrenzensicherung aufzubringen, wenn sie genau wissen, dass sie die Kosten der illegalen Einwanderung am Ende nicht zu tragen haben, wenn sie es nicht machen. Insofern ist das, was Griechenland macht, schlicht Kostensparen und sehr im Interesse Griechenlands, aber halt gegen unsere Interessen gerichtet. Und deshalb müssen wir es am Ende selbst machen. Und man kann eine Grenze sichern. Es ist überhaupt gar kein Problem, eine Grenze zu sichern. Herr Erdogan sichert seine Grenze. Es macht im Übrigen Ungarn auch vor, wie man das macht. Es ist überhaupt gar kein Problem, eine Grenze zu sichern. Es geht am Ende, wenn wir die deutsche Grenze sichern, geht es im Wesentlichen um die deutsch-österreichische Grenze. Deutsch-tschechische Grenze ist eigentlich schon gar kein wesentliches Problem. Es geht um den schmalen Teil zwischen Deutschland und Österreich. Das ist sehr überschaubar. Und wenn wir nicht mehr in der Lage wären, dieses Stück Grenze zu sichern, meine Damen und Herren, wenn wir uns so weit aufgegeben haben, dann haben wir de facto aufgehört, als Staat zu existieren. Dann wäre diese Erkenntnis. Wenn wir zu dieser Erkenntnis kommen, dann sollten wir uns freiwillig auflösen und nicht warten, bis es dann zwangsweise passiert. Das ist aber nur der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass man diejenigen, die Asyl beantragen, nach einem Verfahren auch entsprechend behandelt. Und da gibt es, das wissen wir nun auch, eine ganze Reihe von Menschen, deren Asylantrag wird abgelehnt. Das spielt in Deutschland aber überhaupt gar keine Rolle, ob ihr Asylantrag abgelehnt wird oder nicht. Das ist völlig wurscht. Und zwar ganz egal, ob sie in Sachsen, Bayern oder in Bremen oder Nordrhein-Westfalen wohnen. Der Unterschied ist marginal. In Nordrhein-Westfalen schiebt man ungefähr 4% dann ab und in Sachsen sind es bis zu 20%. Im Ergebnis wird aber die ganz übergroße Mehrheit nicht abgeschoben, von den Abgelehnten, meine Damen und Herren. Denn wer so das Thema Ablehnung von Asylverfahren betreibt, dann können wir uns das Asylverfahren sparen. Dann sparen wir uns doch bitte schön diese Kosten auch noch. Es ergibt doch keinen Sinn, ein Asylverfahren zu bearbeiten, um dann aus der Ablehnung keine Konsequenzen zu ziehen. Natürlich muss abgeschoben werden. Ja. Und Abschiebung ist auch Ländersache, wobei ich sage, die Grundvoraussetzungen, nämlich entsprechende Verhandlungen mit den Herkunftsstaaten, muss die deutsche Bundesregierung schaffen. Und die Mittel dazu hat sie in der Hand. Die sind regelmäßig finanzieller Natur. Und da muss man an der einen Stelle eben einfach mit den Geldmitteln in Zug drohen und an anderer Stelle muss man eben nur ein bisschen Geld versprechen. Und es ist genau genommen eine Frage der Humanität, genau das zu tun. Genauso wie es eine Frage der Humanität ist, die Menschen eben nicht nach Deutschland zu holen, sondern sie heimatnah zu betreuen, meine Damen und Herren. Es hat mehrere Vorteile. Der erste Vorteil ist, sie bleiben in ihrem sozialen Milieu. Sie werden eben nicht entwurzelt und in eine neue Gesellschaft gepackt, in der sie sich in keiner Weise zurechtfinden. Kulturell nicht. Und auch, und das wissen wir inzwischen, von den Fachkräften sind ja 90% gar nicht in den deutschen Arbeitsmarkt integrierbar, sagt Frau Nahles, nicht die AfD. Ich sage das gleich dazu. Meine Damen und Herren, mit den Mitteln, mit denen wir hier einen Asylanten betreuen, könnten wir vor Ort 10 bis 20
finanziert, meine Damen und Herren. 10 bis 20. Und wenn wir dann noch erkennen, dass es im Wesentlichen junge Männer sind und dass die Alten, die Kinder und die Frauen im Wesentlichen dort bleiben, dann ist das, was wir tun, genau genommen wirklich ein Hohn für jede Form der sogenannten Humanität, die diese Refugees Welfare Politik in Deutschland betreibt. Ja, wir müssen auch konsequent Gefährder abschieben. Wir müssen konsequent zum Beispiel in den Moscheen mit dem Verfassungsschutz operieren. Es wird in deutschen Moscheen zum Teil völlig offen Hass gepredigt. Wir unterhalten uns im Europäischen Parlament über Hate Speech der ganzen Rechtspopulisten, die man dringend dafür bestrafen muss und in den Knast bringen muss. Aber wir tun überhaupt nichts gegen das, was heute aktuell in einigen deutschen Moscheen passiert. Die Verbreitung von Hass gegen die deutsche Bevölkerung. Und an der Stelle brauchen wir einfach eine andere Ausstattung der Polizei. Wir müssen die Polizei in ihrer Aufgabe wieder viel ernster nehmen. Wir haben eine Situation erreicht, in der der deutsche Rechtsstaat auf der Straße zum Teil die Kontrolle verloren hat. Und es gibt ein Vorbild, wie man auch diese No-Go-Areas, Sie erinnern sich, das war die, die es hier in Nordrhein-Westfalen zum Glück nicht gibt, wie man diese No-Go-Areas am Ende auch wieder unter Kontrolle bekommt. Das ist ein langer Prozess. Das hat Herr Giuliani in New York vorgemacht. Nennt sich Null-Toleranz-Strategie. Ja, auch falsch parken muss am Ende in Duisburg-Maxloh wieder durchgesetzt werden. Das klingt banal. Aber wenn man in bestimmten Bereichen weiß, dass die Polizei sich mit kleinen und dann irgendwann auch mit mittleren Delikten schon gar nicht mehr befasst, weil sie den Ärger scheut, den das mit sich bringt. Und ich kann jeden einzelnen Polizisten, der die Schnauze dann auch voll hat, verstehen. Aber wenn die Bevölkerung in diesen No-Go-Areas weiß, dass damit jetzt Schluss ist und dann über einen gewissen Zeitraum auch die Polizeipräsenz erhalten bleibt, mit der entsprechenden Rückendeckung, das sage ich auch dazu, von den Polizeipräsidenten, die politisch besetzt sind. Das heißt, die Polizei muss auch wissen, dass sie mit ihren entsprechenden harten Maßnahmen die politische Rückendeckung genießt und nicht beim ersten Mal, wenn irgendwas passiert, auf einmal der Rassismusvorwurf möglicherweise vom eigenen Polizeipräsidenten erhoben wird. Bitte. An der Stelle muss man auch sagen, dass das eine langfristige Entwicklung ist. Es ist ja nicht so, dass die Justiz auf Grundlage völlig aufgeweichter Gesetzeslagen auf einmal die Rechtsprechung verändert hat. Sondern es ist eine ideologische Frage, die über die Jahrzehnte in den Köpfen auch der Richterschaft sich festgesetzt hat. Und ich glaube, dass man diesen Prozess umkehren muss. Den kann man politisch umkehren. Zumindest kann man den Anstoß dafür liefern. Ich würde zum Beispiel gerade Delikte gegen Personen, das heißt Körperverletzungs- und Tötungsdelikte, Raubdelikte, also immer dann, wenn die direkte persönliche Konfrontation und Gewalt im Spiel ist, da würde es schon reichen, wenn man die Mindeststrafen nur mal ein kleines Stück verschafft und damit den Spielraum des Richters nach unten verengt. Die Wirkung einer solchen politischen Maßnahme glaube ich auch an den Köpfen der Richter, wenn sie wüssten, dass das politisch gewollt ist.
kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Denn de facto, bekommt der Richter heute eine ganz andere Botschaft gesendet. Die Richter bekommen nämlich heute die Botschaft gesendet, pass mal auf, die Haftplätze hier für den Oberlandesgerichtsbezirk, die sind aber echt dünn jetzt. Pass mal auf, dass du da nicht noch mehr reinschickst. Also 3 diesen Monat noch, aber dann ist auch gut. Das ist die Ansage, die Richter heute natürlich nicht offiziell als dienstliches Rundschreiben bekommen, ist auch klar. Aber es muss der politische Wille erkennbar sein, dass nicht nur Polizei, sondern am Ende selbstverständlich auch die Justiz den Rücken gestärkt bekommt für eine andere Gangart und für ein entschlossenes Durchgreifen an dieser Stelle, meine Damen und Herren. Und vielleicht noch einen letzten Punkt, wenn Sie mir das gestatten. Es gibt noch ein weiteres Signal, das man senden könnte. Und das betrifft das Jugendstrafrecht. Ursprünglich ist das Jugendstrafrecht mal so ausgelegt gewesen, dass es bis 18 Jahre gilt und nur in Ausnahmefällen bis 21 angewendet wird. De facto ist es heute so, bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres werden Sie im Regelfall nach Jugendstrafrecht bestraft. Und in Ausnahmefällen kann auch mal das Erwachsenenstrafrecht angewendet werden. De facto ist die Rechtslage auf den Kopf gestellt. Und an der Stelle würde ich mir eine klare Regelung wünschen, die dem Richter gar nicht mehr die Gelegenheit gibt, sich das auszusuchen. Der kann wählen, der kann darüber mitentscheiden, wer Bundeskanzler wird. Der kann dafür auch im Knast gehen, wenn er Mist baut. So erwachsen ist der Regierung. Wir haben auch völlig absurde Diskussionen in Deutschland. Wir betreiben die Diskussion, ob wir das Wahlrecht auf 16 Jahre absenken, aber im Strafrecht wollen wir bis 21 Jahre die Leute noch als Jugendliche behandeln. Also entweder können die vollwertig an unserer Gesellschaft teilnehmen, weil sie die entsprechende Reife haben, oder sie können es nicht. Dann sollte man das Wahlrecht auf 21 anheben, aber ich präferiere eigentlich das Strafrecht ab 18 mit der vollen Karte am Ende auch anzuwenden. Der Strafrahmen, auch im Erwachsenenstrafrecht, bietet dann immer noch genug Möglichkeit der Differenzierung. Und das Zweite, das betrifft auch das Jugendstrafrecht. Bislang fangen wir bei 14 an. Wir sind der Meinung, auch mit 12. Und ich rede dabei nicht von Knast. Auch mit 12 kann man erste richterliche, erzieherische Maßnahmen ergreifen. Auch da ist eine Sozialstunde oder irgendwann auch mal ein Wochenendjugendarrest nichts, was unmenschlich hart wäre angesichts dessen, was auch bei 12- oder 13-Jährigen inzwischen auf deutschen Straßen in den Nicht-No-Go-Areas und alles passiert. Herzlichen Dank. Sind sie ja gar nicht meinetwegen hier. Überall, wo ich hinkomme, das ist immer so, wollen wir eigentlich alle meine Frau sehen. Ja, es ist, ja. Es ist schwer. Es ist schwer, ehrlich. Ja. Ich kann es nur verstehen. Gut. Dann räume ich jetzt mal das Feld und überlasse es dir vor. Danke. Ich stehe bei dir noch vor. Danke. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Kollegen vom israelischen Fernsehen kriegen jetzt kein Mikrofon, sie kommen aber klar und ich räume mal eben die anderen Mikrofone ab. Ich baue das mal eben.
noch um, denn ich bin nicht so groß, wie Sie wissen. Warum nicht? Vielleicht hilft mir mal jemand. Das ist besser. Das sieht gut aus, wunderbar. Aufessen werde ich es auch nicht, das verspreche ich Ihnen. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Danke, dass Sie sich hergetraut haben. Als wir ein paar Minuten eher hier waren, war man nicht so ganz sicher, ob Sie sich von unseren Demonstranten, Gegendemonstranten, die da draußen brüllend die Zivilgesellschaft und die Demokratie verteidigen, abhalten lassen. Aber Sie haben sich nicht abhalten lassen und es ist wunderbar so. Und deswegen können wir heute Abend nicht nur gemeinsam über das nordrhein-westfälische Wahlprogramm reden, sondern wir können auch darüber reden, was hoffentlich am 24. September von vielen mündigen Wählern bei der Bundestagswahl entschieden wird. Meine Damen und Herren, die AfD stellt sich zum zweiten Mal an der Bundestagswahl, nachdem wir im Jahr 2013 am Ende nur der Hälfte der deutschen Bürger und Wähler überhaupt bekannt gewesen sind. Es hat uns damals auch ein Stück weit überrascht, dass nach einem halben Jahr der Existenz unserer Partei, in der wir als Eurohasser, als Anti-Europäer und vieles mehr betitelt wurden, dann am Ende doch nur von der Hälfte eigentlich gekannt wurden und die Bundestagswahl und der Antritt zur Wahl uns möglich gemacht hat, dann in den Monaten danach aufgrund des schieren Sprungs in der Bekanntheit auch dann Prozentwerte bis zu 10% zu erreichen. Das ist dieses Mal anders. Inzwischen ist die AfD, glaube ich, den allermeisten deutschen Wählern bekannt und die haben vielleicht noch eine ganze Menge mehr über uns dazugelernt. Und damit wir heute Abend nicht mehr über das reden, was in den Überschriften steht, denn da steht immer noch Eurohasser oder Anti-Islam und Anti-Asylpartei, deswegen habe ich mir vorgenommen, ein paar der Programmschwerpunkte vorzustellen, die uns in der Tat schon in vielen Fällen seit 2013 begleiten. Denn anders als viele meinen, hat die AfD auch 2013 nicht nur über die Euro-Kritik gesprochen und über unsere Kritik an einer Europäischen Union, die Europa im Großen und Ganzen geschwächt und nicht gestärkt hat, sondern wir haben schon 2013 unter anderem über eine bessere Familienpolitik in diesem Land gesprochen. Dass Familienpolitik überhaupt wieder thematisiert werden muss, liegt daran, dass seit mehreren Jahrzehnten in diesem Land unserer Ansicht nach keine richtige Familien- oder nehmen wir das noch viel bösere Wort, Bevölkerungspolitik mehr gemacht wird. Allein den Terminus Bevölkerungspolitik in den Mund zu nehmen, ist schon eine Überwindung an sich. Und die AfD hat es gewagt, schon 2014, als wir im Landtagswahlkampf der drei Ostbundesländer Sachsen, Brandenburg und Thüringen darüber geredet haben, dass wir, um das demografische Defizit in Deutschland auszugleichen, weil wir inzwischen eine Geburtenrate von um 1,4 haben, dass wir dafür im Grunde die typische Dreikindfamilie bräuchten. Die Reaktion der Medien war prompt, Sie können sich das vorstellen, ich wurde am Wahlabend gefragt, welches von meinen vier Kindern ich gedenke abzugeben, wenn ich die Dreikindfamilie präferiere. Ich habe das nicht ernst genommen, es kam, glaube ich, von Extra 3 oder einem anderen öffentlich-rechtlichen Sender. Aber die schlichte und einfache Wahrheit, dass um den Kindermangel in Deutschland auszugleichen, wir mehr als zwei Kinder pro Frau brauchen, den haben sie dann nur ungern vermittelt. Aber das ist etwas, was wir nach wie vor sagen. Wir sagen, Deutschland ist für seinen Nachwuchs selbst verantwortlich und wir als AfD vertreten nicht die Meinung, dass dieser selbstverschuldete Kindermangel durch Zuwanderung ausgeglichen werden sollte. Dabei, meine Damen und Herren, hat die AfD wohlgemerkt nichts gegen geregelte Einwanderung. Auch das kann man schon 2013 im Wahlprogramm nachlesen. Da stand nur ganz klar, wir möchten Asyl und Einwanderung gesetzlich voneinander trennen. Denn obwohl die Bundeskanzlerin und auch unsere sonstigen Behörden 2013 offenbar nichts davon geahnt haben, was man aber spannenderweise seit dem Jahr 2012 an deutschen Asylstatistiken ablesen konnte, dass wir nämlich uns auf einem
ansteigenden Ast, einer ansteigenden Entwicklung der illegalen oder auch der Asylmigration nach Europa befinden. Das hat die AfD zumindest im Grunde nach schon 2013 thematisiert, indem wir festgestellt haben, dass immer mehr Menschen nach Deutschland und Europa kommen, die offensichtlich das Asylrecht zur Einwanderung missbrauchen und dass dieser Missbrauch von der Bundesregierung offenbar auch mindestens toleriert, wenn nicht sogar gefördert wird, zum Beispiel durch mehrsprachige Videos auf der Bundeswebseite des Deutschen Amtes für Migration und Flüchtlingshilfe. Inzwischen finden Sie die Videos nicht mehr, auch die Broschüren scheint es nicht mehr in großer Anzahl und in vielen Sprachen zu geben. Aber die AfD hat damals bereits gesagt, wir setzen uns ein dafür, dass das umgesetzt wird, was Anfang der 2000er, so also 2004, 2005, unter der CDU-Politikerin Rita Süssmuth schon mal versucht wurde, nämlich einen Punktekatalog zur geregelten Einwanderung. Heute stellt sich die SPD hin und sagt, das wollten wir schon immer. Wir wollten ein Einwanderungsgesetz, was ich Ihnen aber nicht verraten ist, dass Sie im Grunde nach unserer Auffassung dieses Gesetz nur wollen, um massenhafte, hunderttausendfache, inzwischen in siebenstelliger Höhe geschehene illegale Migration nachträglich zu legalisieren. Und Sie können sich vorstellen, dass wir auch dafür nicht zu haben sind. Wir wollen also eine Familienpolitik, die diesen Namen verdient. Und wir wollen sie, weil wir erstens davon ausgehen, das hat Herr Lübcke ganz kurz schon erwähnt, weil wir nach wie vor davon ausgehen, dass die Familie, und davon gibt es zahlreiche Variationen, dass diese die stabilste Keimzelle der Gesellschaft ist. Und deswegen lehnen wir es ab, dass der Staat sich über Gebühr in diese Familien einmischt. Wir erwarten aber von einem funktionierenden Staat, dass er Rahmenbedingungen dafür setzt, dass Familienleben entstehen und gedeihen kann, so wie es Artikel 6 im Grundgesetz vorschreibt. Und das heißt für uns gleichzeitig, dass wir Eltern nicht hineinreden, wie sie ihre Kinder gerade in den ersten Lebensjahren zu erziehen haben. Wir wollen ihnen nicht vorschreiben, ob sie ihre Kinder im frühen Alter in die Kinderkrippe oder in den Kindergarten geben. Ab 3 Jahren Alter passiert das meistens sowieso. Sondern wir wollen ihnen die Wahlfreiheit ermöglichen, sich für die eine oder andere Variante zu entscheiden, ohne dafür finanziell benachteiligt zu werden. Wie lässt sich das erreichen, meine Damen und Herren? Auch dafür müssen wir gar nicht in die Trickkiste greifen, weil es in Europa gute Vorbilder dafür gibt, wie das zu erreichen ist. Die Franzosen machen das seit Ende des Zweiten Weltkrieges vor. Unter anderem mit der Einführung relativ bald danach des Familiensplittings, das dazu führt, dass eben die Steuerlast auf die Gesamtzahl der Familienteilnehmer, also inklusive der Kinder, aufgeteilt wird und de facto die meisten Familien mittleren Einkommens dafür dann keine Steuern mehr zahlen. Dass in Frankreich einige andere Dinge im Staatsaufbau vielleicht unserer Ansicht nach falsch laufen, dass dort vielleicht keine so richtige Wirtschaftspolitik gemacht wird, wie wir das verstehen würden, ist eine andere Kiste. Aber bezüglich der Familien haben die Franzosen seit dem Zweiten Weltkrieg gerade in der Steuer- und Sozialpolitik vieles richtig gemacht. Und deswegen würde ich persönlich ganz gerne noch eine Stufe weitergehen. Auch das diskutieren wir in der AfD und werden das in Köln auf dem Parteitag Ende April auch wieder tun. Neben dem Familiensplitting, das eine steuerliche Entlastung für Familien ergäbe, wollen wir auch, dass es eine Entlastung, einen Freibetrag oder zumindest eine Anerkenntnis bei der Rente in stärkerem Maße für Eltern und damit auch für Kinder gibt, weil wir der Meinung sind, dass das, was seit Jahrzehnten bekannt ist, dass Familien, arbeitende Eltern die Hauptlastenträger des Sozialsystems sind, und zwar in einer Phase, in der sie durch die Erziehung ihrer Kinder sowieso über Gebühr finanziell beansprucht sind, es ist ein Nachteil gegenüber Kinderlosen und denjenigen, die keine Kinder mehr zu Hause haben, zumindest teilweise aufgehoben wird. Das wäre für viele Familien genau das, was eine andere Partei, unter anderem NRW, auf AfD-Leit macht, lange versprochen hat, mehr Netto vom Brutto, aber nie umgesetzt hat, es sei denn für Hotelis. Wenn wir an Familien denken und dann fragen, wo soll das Geld denn herkommen, das wäre die Frage, die Sie jetzt stellen könnten, für Familien gibt man doch schon so viel Geld aus, bundesweit sind das ca. 200 Milliarden Euro pro Jahr, die im Familienförderprogramm umverteilt und aufwendig vom Staat kontrolliert werden müssen, dann sagen wir, erst einmal halten wir die
Maßnahmen Familiensplitting und Entlastung Sozialversicherung deswegen auch aus Bürokratiegründen für so sinnvoll, weil sie bürokratieabbauend wirken würden. Weil das, was jetzt umständlich über Elterngeld oder andere Umverteilungen von Behörden kontrolliert und zugeteilt werden muss, weil man das über die moderne Technik relativ problematisch ohne Verwaltungsaufwand oder mit wesentlich weniger Verwaltungsaufwand regeln würde, das Geld, das dadurch frei würde, könnte man ja auch Familien zur Verfügung stellen. Dazu kommt noch eine andere Steuerverschwendung, die wir anprangern, die ein bisschen schon in dem Anklang, was Markus über Bildung gesagt hat. Er hat ein bisschen über Frühsexualisierung gesprochen und ich möchte anfügen, das, was im Grunde zu dieser unsäglichen Bereicherung des Schullebens führt, fußt auf einer Ideologie, die vorgibt, sich für Gleichberechtigung und Gleichstellung einzusetzen, aber uns allen einreden möchte, dass es bis zu 60 Geschlechter gibt, für all die von Ihnen, die das noch nicht gemerkt haben. Sie wissen, wovon ich rede. Sie wissen, ich rede von der Gender-Ideologie und häufig werden wir damit konfrontiert, das sei doch alles überhaupt nicht so schlimm. Wir sollten uns nicht so anstellen. Dann gibt es halt bis zu 60 Geschlechtern und unsere Kinder und Sie können sich jetzt jeden Tag neu entscheiden, was Sie nun gerade sind. Ich kann Ihnen die leider nicht aufzählen, aber es gibt ein sehr gutes Video unseres Abgeordneten Steffen Königer in Brandenburg im Potsdamer Landtag. Das kann ich sehr empfehlen. Der zählt in anderthalb Minuten all die 60 Geschlechtervarianten auf, die da so möglich sind. Dafür gibt es aber, und das ist das eigentlich Traurige daran, in Deutschland eine zweistellige Anzahl von Gender-Lehrstühlen. Und dafür wird, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, eine dreistellige Anzahl von Euros pro Jahr ausgegeben, um diese Gender-Lehrstühle personell und finanziell zu bestimmen. Wir schlagen vor, dass wir die abschaffen. Kein Mensch braucht die, dass Mann und Frau nicht gleich sind. Das wissen Kinder im Vorschulalter spätestens. Lassen Sie uns zurückkehren und lassen uns auch das Geld am besten für Familien einsetzen. Ein anderes Thema, das ich schon erwähnt habe, möchte ich noch mal aufgreifen, weil viele gerade in diesem Wahljahr sagen, Mensch, warum redet ihr nicht mehr über den Euro? Warum redet ihr nur noch über Asyl, über Terrorismus, über die deutsche Sprache, vielleicht sogar über die Leitkultur und über den Islam? Warum redet ihr nicht mehr über den Euro? Das fragen mich auch häufig Journalisten. Warum ist die AfD nach dem Weggang bei Lucke 2015 von der Anti-Euro-Partei zur Anti-Asyl-Partei geworden? Und ich sage, wir haben Ihnen im Jahr 2015 viele Artikel und Statements zum Thema Euro angeboten. Warum wollten Sie den nicht haben? Es hat damit zu tun, das können Sie verstehen, dass nicht jede Partei in der Lage ist, das sogenannte Agenda-Setting, wie das auf Neudeutsch heißt, in der Zeitung selbst zu betreiben. Wir haben also im Jahr 2015 beharrlich auf Straßen und Plätzen mit Bürgern neben dem Asylthema auch versucht, über den Euro zu sprechen und Sie darauf hinzuweisen, dass das nächste Griechenland-Rettungspaket so sicher kommt wie Ostern oder Weihnachten. Aber verstehen Sie, dass die meisten Leute darüber nicht reden wollten? Denen war nämlich das akute Thema der ansteigenden Asylwerbezahlen in dem Moment einfach wichtiger. Und so ging es offenbar auch den meisten deutschen Medien. Wir haben aber nicht aufgehört, darüber zu sprechen. Und wenn man jetzt vor wenigen Tagen wieder in der Zeitung lesen konnte, dass vermutlich das nächste und nächste Griechenland-Rettungspaket ansteht und dass der IWF auch Deutschland auffordert, dort wieder mitzumachen, dann verwundert das eigentlich niemanden mehr. Die Euro-Krise ist nicht vorbei und inzwischen gibt es auch eine ganze Menge von Wirtschaftsexperten, Währungsexperten, die das nicht mehr leugnen. Sie reden nur nicht so gerne darüber, weil man dann vermutlich anhand von alten Zitaten feststellen könnte, dass sie vor 1, 2, 3, 4, 5 Jahren noch ganz anders darüber geredet haben. An der Stelle ist die AfD die treu geblieben. Wir haben 2013 davon gesprochen, dass der Euro bereits ein totes Pferd ist, das wir reiten. Und wir bleiben auch 2017 dabei. Sie können unseren Wahlprogrammentwurf, der auf der Bundeswebseite abzurufen und auch fürs iPhone und andere Geräte herunterzuladen ist und auch nicht fürchterlich lang und gut zu lesen ist, ein paar Fakten dazu finden. Wir sind der Meinung, dass die Eurozone, meine Damen und Herren, endgültig für uns unbezahlbar geworden ist. Ob das nun inzwischen Bankgebühren sind, Kontogebühren, die sie vermehrt zahlen dürfen,
hinter denen sich letztlich versteckt die Strafzinsen verstecken, die auch Sparkassen und Raiffeisen und Volksbanken zahlen müssen, weil sie sich dagegen nicht im EZB-Verbund wehren können. Es fehlen auch inzwischen 500 Milliarden Euro in der deutschen Altersvorsorge. Alle von Ihnen, die Lebensversicherung haben oder die darauf gesetzt haben, dass sie mit Bundesschatzbriefen oder einfachen Sparkonten das zurücklegen können, was sie fürs Alter brauchen, neben der Rente, die sie vom Staat bekommen, die können das bestimmt nachvollziehen. Wenn sie überhaupt noch Geld zurücklegen können, noch das kann ein Großteil der deutschen Bevölkerung schon lange nicht mehr. Sie sind dann darauf angewiesen, dass die Umlagerente sie voll finanziert, aber da haben wir gerade gehört, haben wir ein demografisches Problem und wenn sich nichts ändert, werden wir davon ausgehen müssen, dass das Niveau der umlagefinanzierten Altersrente Stück für Stück weiter sinkt. Wir haben jetzt schon in Teilen Altersarmut und wenn sich nichts ändert, werden wir davon ausgehen müssen, dass es zumindest nicht besser wird. Das heißt, viele Bürger sind darauf angewiesen, dass sie privat vorsorgen. Nun sagte die Kanzlerin, Deutschland geht so gut wie nie. Was wollen Sie eigentlich? Was will die AfD eigentlich? Wir sind doch eines der reichsten Länder Europas. Den Deutschen geht es doch so gut wie nie. Der Exportüberschuss ist hervorragend. Wir sind Exportweltmeister. Alles schick. Dass wir aber eine Währung haben, die für uns viel zu schwach ist, dass wir Importe dadurch zu teuer bezahlen, ohne teuer exportieren zu können, dass die Binnennachfrage seit Jahren sinkt, dass andere Euro-Staaten seit Einführung des Euros das Lohnniveau um bis zu 50% und mehr angehoben haben, während in Deutschland die Reallöhne stagnieren mussten, sodass Deutschland sich schon zu Beginn der Euro-Einführung als kranker Mann Europas durch die Agenda 2010 halbwegs retten musste, das wird Ihnen dabei nicht erzählt. Und auch erzählt wird Ihnen meistens nicht, dass die Europäische Zentralbank, die für die Stabilität der Währung stehen soll, inzwischen 2 Billionen Euro privater und staatlicher Anleihen aufgekauft hat und ansonsten weiter fleißig Geld druckt, damit zumindest offiziell für Sie jeden Tag das Euro-Pferd noch scheinbar weiterläuft. Es läuft noch weiter, aber Sie bezahlen es, wir bezahlen es alle mit unserem gesellschaftlichen Vermögen und Sie mit Ihrem Privatvermögen, von dem Sie Schritt für Schritt kalt enteignet werden. Und eine weitere Zahl, die Sie dazu wissen sollten, die sogenannten Target-2-Salden, die für die meisten von Ihnen im täglichen Leben keine Rolle spielen, die kurz gesagt dazu dienen, Verbindlichkeiten zwischen verschiedenen europäischen Nationalbanken über das EZB-System zu verrechnen. Die machen ungefähr das aus, nicht ganz in hundertprozentiger Höhe, was Deutschland an Forderungen gegenüber anderen Euro-Staaten hat. 790 Milliarden Euro müssten die in einer ordentlichen Staatsbuchhaltung, wie das für jede Firma und GmbH notwendig ist, eingepreist werden, dann wüssten sie, was mit dem deutschen Staatshaushalt passiert. Der wäre sichtbar pleite, und zwar auf Jahre. Das sagt Ihnen der Finanzminister aber nicht. Der sagt Ihnen, alles ist in Ordnung. Und deswegen fordert die AfD mit diesem jämmerlichen Schauspiel des Euro endlich ein Ende zu setzen. Und wir fordern es nicht, weil wir Ihnen versprechen, dass damit gleich alles gut wird. Denn wir werden einen Großteil dieses Geldes, ob Griechenland oder andere Rettungspakete oder auch ein Großteil der Target-2-Salden nicht wiedersehen. Die sind wahrscheinlich tatsächlich verloren. Wir verwehren uns aber dagegen, dass jeden Tag, jede Woche, jeden Monat weiteres Geld auf diese Forderungen Deutschlands gegenüber dem Ausland aufgetürmt werden. Das heißt, dass das Pferd noch viel toter wird, als es ohnehin ist. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und damit Sie nicht völlig in die Kontrolle unserer staatlichen Hoheit geraten, fordern wir als praktische Maßnahme darüber hinaus, dass das Bargeld, das sich in Deutschland Gott sei Dank nach wie vor großer Beliebtheit erfreut, nicht Schritt für Schritt abgeschafft wird, dass die Bargeldobergrenze, die Herr Schäuble gerne bei 5.000 Euro ansetzen möchte, sodass Sie oberhalb von 5.000 Euro keine Rechnungen und Anschaffungen mehr bar bezahlen dürfen, dass es zu dieser Bargeldobergrenze gibt, weil wir grundsätzlich der Meinung sind,
dass die Benutzung, die unbegrenzte Benutzung des einzigen gesetzlichen Zahlungsmittels des Bargeldes, dass die weiterhin Bestand haben sollte, weil es den Staat 0, gar nichts angeht, wofür sie ihr Geld ausgeben. Ich erzähle noch eine Geschichte, die ich heute gerade erlebt habe. Einige müssen sich zum zweiten Mal anhören, aber so ist das. Ich war heute eingeladen bei 40 Chefredakteuren der Axel Springer Gruppe. Die feiern heute gerade in einem Hotelschiff auf dem Rhein in Köln. Und die hatten mich eingeladen zu einem Hintergrundgespräch und haben mich gefragt, was in meiner Erziehung falsch gelaufen ist, dass ich mich mit dem Straftäter Gerd Wilders und mit Marine Le Pen auf ein Podium gestellt habe, um über Europa zu reden. Ich habe mir die freche Antwort erspart, was in der Erziehung der Journalistin falsch gelaufen ist, dass sie mir so eine unverschämte Frage stellt. Sondern ich habe ihr versucht, sachlich zu antworten, dass ich es in einer Demokratie für notwendig halte, sich sowohl mit Gegnern als auch mit Partnern an einen Tisch zu setzen, auf eine Bühne zu stellen, um über inhaltliche Alternativen zu reden. Und die AfD hat seit 2013 eine Alternative für ein anderes Europa, das wir heute im Jahr 2017 noch ein bisschen genauer formulieren, wenn wir sagen, dass wir diese Art von Europäischer Union mit immer mehr Zentralgewalt und Gesetzeshoheit in Brüssel und Straßburg ablehnen und zurückkehren möchten zu dem Modell, das Charles de Gaulle in die sehr treffende Formulierung gepackt hat, ein Europa souveräner Vaterländer. Kanzler der Gesellschaft ist, so sind nach wie vor, dagegen lässt sich, glaube ich, wenig Argument finden, demokratische Nationalstaaten, Nationalstaaten insgesamt, offenbar eine sehr stabile Regierungs- und Gesellschaftsform. Noch dazu, wenn der Souverän die Regierung in der Lage ist, vernünftig zu kontrollieren. Und eines der besten Beispiele dafür ist die Schweiz. Ich habe ein weiteres Zitat gehört, die Schweiz haben Geschichte, Deutschland und Frankreich hätten ein Schicksal. Nun, ich glaube, ihr tut gut daran, es an der Schweiz ein Vorbild zu nehmen. Wegen des hohen Maßes an direkt demokratischer Beteiligung der Bürger, wir sind der Meinung, dass auch wenn es in Deutschland hierfür keine echte Tradition auf föderaler, auf Bundesebene gibt, dass wir trotzdem vorschlagen könnten, dies zu einer neuen deutschen und europäischen Tradition zu machen. Und aus diesem Grund, nicht nur aus diesem, aber aus diesem Grund halten wir es für nötig, mit politischen Parteien in Europa zu reden und gerne auch zu streiten, wenn sie nicht unserer Meinung sind, um zu zeigen, dass eine Europäische Union mit Euro, Verträgen von Maastricht und Lissabon, an die sich keiner mehr hält, oder ein Schengen-Abkommen, bei dem es scheinbar nur Vorteile, aber plötzlich doch auch Nachteile gibt, an die viele Politiker offenbar vorher nicht gedacht haben, wenn wir über den Terrorismus reden, dass wir dies neu diskutieren sollten. Und weil dies schlecht geht, wenn 28 glauben, ihre Pfründe verteidigen zu müssen, deswegen haben wir vor einiger Zeit schon vorgeschlagen, dass wir Europa neu denken sollten. Ob es ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten ist, ob es ein Europa mit einem Binnenmarkt oder mehreren Wirtschaftszonen ist, da sind wir dann ganz offen. Aber wir sind der Meinung, dass das, was auf diesem Kontinent in verschiedenen Ländern über Jahrzehnte und Jahrhunderte zum Teil in Kriegen, blutig und mit hohem persönlichen Einsatz an Freiheit und Bürgerrechten und Wohlstand erkämpft wurde, dass wir nicht bereit sind, dies auf dem alternativlosen Opfer einer Europäischen Union niederzulegen. Nun sollen Sie heute Abend auch noch zu Wort kommen. Deswegen möchte ich eigentlich mit einem Thema schließen, das an und für sich an die Äußerungen zur inneren Sicherheit gehört hätte. Sie haben gerade schon gehört, was unsere Vorstellungen zur Erhöhung der inneren Sicherheit sind. Und in der Tat teile ich die Auffassung, dass das, was an Grenzschutz bereits einmal in Deutschland und Europa existiert hat, dass das nun heute nach wie vor möglich sein muss, dass es eine Frage des politischen Willens ist, ob ich ein Land verteidige, ob ich Bestimmungen darüber treffe, wer zu diesem Land gehört oder auch wer dazu nicht gehört, oder ob ich es der politischen Beliebigkeit überlasse, die nichts mit Liberalität zu tun hat, meine Damen und Herren. Wir sind nicht beliebig.
Wir halten die Aufrechterhaltung von Grenzen und das Einhalten von Gesetzen für eine der wichtigsten Voraussetzungen, um überhaupt freiheitliche oder nennen Sie liberale Entscheidungen treffen zu können, um Freiheit im Leben eines einzelnen Bürgers zu leben. Und weil wir gerade bei der Freiheit sind, was ist denn der größte Unterschied zwischen der AfD und vielen anderen politischen Akteuren, den wesentlichen etablierten Parteien in diesem Land? Die Grünen, auch interessanterweise gerade auf dem Abstieg, die versprechen Ihnen, dass alles besser wird, wenn Sie nur den Veggie Day einhalten und weniger Auto fahren und möglichst keine Kühe mehr auf der Weide stehen und ansonsten am besten Natur und Mensch getrennt voneinander existieren, so als gehöre der Mensch zur Natur nicht dazu. Aber es sind nicht nur die Grünen, die Ihnen verkaufen, dass alles besser wird, wenn der Mensch sich nur ändert. Es sind auch die anderen Parteien. Die Linken sind auch gut dabei. Die Linken erklären Ihnen auch, dass alles sozial determiniert ist, gesellschaftlich bestimmt und dass, wenn wir nur die gesellschaftlichen Parameter ändern, das sind bei den Linken dann auch die Grenzen, die aufgemacht werden müssen, dann wird der Mensch seine guten Seiten hervorkehren, dann wird alles gut. Meine Damen und Herren, die meisten Parteien, Sozialdemokraten, bei denen Sie auch eine Hälfte zur CDU schlagen können und die andere Hälfte zur Linken, weil sie sich kaum noch unterscheiden, die allermeisten Parteien versprechen Ihnen, dass der Mensch, der sich zwar bei Jahrtausende in seiner Grundkonstitution nicht geändert hat, der auch heute im Jahr 2017 immer noch von den Grundgefühlen des Neides, der Gier und der Angst bestimmt wird, dass der besser wird, und zwar in absehbarer Zeit, und damit alles für uns schöner wird, wenn nur die Regeln sich ändern oder vielleicht sogar, wenn am besten keiner mehr Regeln befolgen muss und wir es nur alle lieb haben. Meine Damen und Herren, das ist ein Maß an ideologischer Verbohrtheit und Verdummung, die Ihnen dort aufgetischt wird, das eigentlich jeder darüber schreiben müsste, zumal man doch gesehen hat, was in China unter Mao, in der Sowjetunion, unter Stalin und allen anderen Diktatoren oder im Ostblock bis 1989 passiert ist. Und trotzdem fallen die Menschen darauf rein, sie lassen sich immer wieder in die ideologische Falle locken und ich glaube, sie brauchen endlich eine Partei, die sie da rausholt. Wir versprechen Ihnen, und so sagt es auch die AfD im Landtagswahlkampf Nordrhein-Westfalen, dass unser Programm Realität ist, dass wir Realität gestalten möchten und dass wir den Menschen so nehmen, wie er ist. Und dass wir der Meinung sind, dass gesellschaftliche Regeln dazu da sind, eben das Mindestmaß an Freiheit der Bürger untereinander und an Bürgerrechten gegenüber dem Staat zu garantieren und dass wir dafür eines gewährleisten müssen, dass wir nicht so tun, als könnten wir den Menschen ändern. Nein, wir könnten den Menschen innerhalb der Regeln dazu bewegen, selbiger einzuhalten und diejenigen, die dazu nicht bereit sind, eben gegebenenfalls dafür auch bestrafen. Dass dies im Rahmen der Asylpolitik nicht passiert, das wissen Sie längst. Dass dies auch kein allein nicht deutsches Problem ist, das erkennen Sie dann, wenn Sie wissen, dass die europäischen Asylrichtlinien auch Länder betreffen wie Holland, bei denen der individuelle Anspruch auf Asyl nicht in der holländischen Verfassung steht, wie er im deutschen Grundgesetz in Artikel 16a steht. Und das erkennen Sie auch dann, wenn wir akzeptieren, dass in der Europäischen Union und auch in der UNO Konzepte zur Remigration, zur Ansiedlung von Migranten aus aller Welt in Europa durchaus schon lange als Pläne gedacht werden. An dieser Stelle stellen wir fest, dass deutsche Politik schon lange unsouverän geworden ist und dass wir nur auch den Mut brauchen, das auszusprechen. Wir möchten, und das werden wir weiterhin konstatieren, auch wenn aus der Oppositionsrolle heraus es uns schwer möglich sein wird, eigene Entscheidungen zu forcieren, wir möchten, dass Deutschland bei der Frage von Asyl zurückkehrt zu eigenen Standards. Die Briten machen das jetzt, indem sie aus der EU austreten. Dafür gibt es in Deutschland aktuell keine Mehrheit. Aber wir möchten darauf hinweisen, dass wir sehr wohl nationale Regeln ändern könnten, die Missbrauch etwas schwieriger machen. Und da ist das Thema Grenzsicherung schon gefallen. Ich würde ganz gerne noch zwei Aspekte hinzufügen. Wir sind der Meinung, dass der sogenannte EU-Türkei-Deal
nicht weiter Bestand haben sollte, weil wir der Meinung sind, es ist ein Diktator. Wie Erdogan, der vorlebt, wie man letztlich unter der Knute eines erstarkenden, religiösen Totalitarismus all das abschafft, was die Türkei als entwickelter Staat einmal ausgemacht haben, und dass wir uns von Herrn Erdogan nicht unter Druck setzen lassen wollen, dass wir nicht legitimieren wollen, dass er mit diesem Deal unter Umständen die Kurden innenpolitisch so weiter bedrängt, dass sie am Ende mithilfe dieses EU-Türkei-Deals nach Deutschland und Mitteleuropa auswandern können. Dafür war der Türkei-Deal nie gedacht. Dazu kann er aber de facto benutzt werden, und Erdogan hat auch keine Skrupel, das zuzugeben. Wir wollen auch nicht, dass sich das fortsetzt, was zwar lange umstritten wurde, aber durch Zahlen faktisch belegbar ist. Die Asylkosten in Deutschland belaufen sich auf bis zu 40 Milliarden Euro pro Jahr. Die Summen, die zugegeben werden, werden schrittweise erhöht. Und damit geben wir für Asylkosten heute schon mehr aus, als der gesamte deutsche Etat für Forschung und Entwicklung ausmacht. Wir weigern uns darüber hinaus, den lokalen Missbrauch zu begrenzen, indem wir zum Beispiel bundesweit Regularien einführen, die feststellen, wer von den sogenannten unbegleiteten Minderjährigen, den UMAs, tatsächlich minderjährig ist. Dagegen weigern sich CDU und SPD mit Händen und Füßen, obwohl es möglich wäre. Und deswegen fordern wir sowohl, dass dort alle ethisch und moralisch vertretbaren Maßnahmen ergriffen werden, wie wir genauso fordern, dass wir Staatsbürgerschaften in diesem Land nicht verschenken und dass doppelte Staatsbürgerschaft eben nur eine Ausnahme und de facto bei Migranten nicht die Regel sein darf. Und deswegen fordern wir die Bundesregierung auf, bei der Staatsbürgerschaft und Staatsbürgerschaftsrecht zu dem zurückzukehren, was wir bereits einmal hatten in Deutschland, nämlich dem Abstammungsprinzip wieder Vorrang für den Geburtsortprinzip zu geben. Meine Damen und Herren, wir widersprechen Frau Merkel aus aller Schärfste, wenn sie sagt, dass alle die zum deutschen Volk gehören, die sich gerade hier aufhalten. Thema, bei dem ich neulich gefragt wurde, ob das für unseren Wahlkampf eine Hauptrolle spielen wird. Und es wird keine Hauptrolle spielen, aber man kann es auch nicht gänzlich negieren. Und das ist die Tatsache, über die ja lange Zeit das Etikett Fake News verhängt wurde, dass wir in Deutschland und Europa eine schleichende Islamisierung erleben. Ja, auch wir von der AfD waren am Anfang vorsichtig mit diesem Terminus, weil wir damit Land auf, Land ab, auf eine Stufe mit zum Beispiel der Bürgerbewegung Pegida gestellt worden. Sie wissen, dass die AfD in Sachsen Bürger, die auf die Straße gehen, grundsätzlich unterstützt, aber mit der Führung dieser Bewegung, nicht nur in Dresden, sondern auch anderswo in Deutschland, ihre massiven Probleme hatte, weil das durchaus zum Teil sehr nachdenklich gestimmt hat. Aber Bürger, die friedlich auf die Straße gehen, um zu protestieren oder für ihre Ziele zu demonstrieren, das sollte in jeder funktionierenden Demokratie möglich sein. Das ist auch der Standpunkt der AfD. Tatsächlich erleben wir aber, dass wir in Deutschland mit illegaler Migration auch eine steigende Anzahl von Migranten muslimischen, islamischen Ursprungs haben. Und es gibt eine sehr interessante Studie von europäischen Wissenschaftlern, die auch von der Bundesregierung anerkannt sind, die feststellen, dass wir mit dieser Migration nach Europa, die ja in Schweden und Belgien und Frankreich schon als andere Ausmaße angenommen hat als in Deutschland, aber auch hier eine steigende Tendenz aufweist, dass dies dazu führt, dass bis zu 2/3 der befragten muslimischen Migranten in Europa zum Beispiel davon ausgehen, dass die Scharia Vorrang vor nationalen Gesetzen hat. Das ist ein Riesenproblem, weil dadurch der Rechtsstaat ausgehebelt wird und weil wir am Ende Menschen in Europa leben haben, auch wenn sie nicht überall eingebürgert sind, die de facto unsere Rechtsordnung in Frage stellen, und das unter dem Banner einer Religion. Und da ist für uns, meine Damen und Herren, definitiv Schluss.
der Scharia, Kinderehen möglich sind, Vollverschleierung und Kopftuch, obwohl das im Koran nirgendwo zu lesen ist, dass in Deutschland Imame aus dem Ausland finanziert werden, Moscheenbauten ebenso. Das wissen wir alles und unsere Regierung weigert sich beharrlich, dagegen konsequente Schritte zu unternehmen. Nehmen Sie die Österreicher, die haben die Auslandsfinanzierung von Moscheen per Gesetz verboten. Kostet ein Gesetz, könnte man machen, passiert in Deutschland aber nicht. Man könnte auch verbieten oder man könnte anordnen, in deutschen Moscheen grundsätzlich Deutsch zu sprechen. Haben die Italiener für Italienisch vor kurzem getan, passiert in Deutschland aber nicht. In Frankreich, wo in der Tat die Maxime der Religionsfreiheit staatlicherseits nicht ganz so geschützt ist wie in Deutschland nach Artikel 4, wurde die Vollverschleierung verboten. Wir diskutieren seit Monaten in Deutschland darüber, in einem Landtag, in dem die AfD vertreten sind. Wir müssen uns auch von der CDU dafür abwatschen lassen, dass dieses Verbot der Vollverschleierung oder auch die Kritik am Kopftuch in öffentlichen Gebäuden, in Schulen und Ämtern und Behörden, dass das auch mit dem Schutz von Frauenrechten seitens der AfD nichts zu tun habe, dass es uns nur darum geht, Islamophobie und Fremdenhass zu betreiben. Dass selbst Kritiker des Islam, gerade Frauen, die aus islamischen Ländern entflohen sind, genau das bestätigen, dass sowohl Vollverschleierung als auch Kopftuch ein wesentliches Herrschaftsinstrument muslimischer Männer gegenüber ihren Ehefrauen ist, wird dabei schlicht ignoriert. Und deswegen halten wir unsere Kritik an dieser Religion, die eben das Grundgesetz nicht akzeptiert und Demokratie nur so lange für nötig hält, bis man selbst aus der Minderheit eine Mehrheit gemacht wird, für nicht vereinbar mit dem Grundgesetz. Meine Damen und Herren, ich erspare Ihnen jetzt weitere Kapitel aus dem Entwurf unseres Wahlprogramms und empfehle Ihnen die restlichen Kapitel, zum Beispiel zum Thema Energiewende oder Ideen für die Altersvorsorge oder für viele andere Themen zum Thema Kultur, zum Thema öffentlicher Rundfunk, dort mal nachzulesen, solange Sie heute Abend hier die Fragen dazu nicht stellen. Ich möchte nur am Ende meiner Ausführungen Ihnen sagen, was wir vorhaben als AfD. Wir möchten nicht nur mit einem starken Ergebnis in den Düsseldorfer Landtag einziehen, hier am 14. Mai, und Frau Kraft zeigen, dass sie kraftlos ist, sondern wir möchten am 24.09. in den Bundestag einziehen, weil nur dort Veränderungen für Gesamtdeutschland dauerhaft zu erreichen sind. Sicher ist, dass Veränderungen in Deutschland und Europa nicht von heute auf morgen kommen können und ich kann jeden verstehen, den dies unglücklich stimmt, weil viele von uns das Gefühl haben, dass es nicht erst 5 vor 12, sondern bereits 5 nach 12 ist. Wenn wir aber die Freiheiten einer parlamentarischen Demokratie, wenn wir die Freiheiten eines Rechtsstaates hochschätzen, dann müssen wir uns dennoch an die Regeln halten und dann müssen wir Mehrheiten erreichen, um dieses Land umzukrempeln und einige der Veränderungen zu korrigieren, die uns vergangene Regierungen eingebrockt haben. Das braucht aber Zeit. Und deswegen bitte ich um Verständnis, auch wenn ich häufig dafür gescholten werde, dass wir davon ausgehen, Oppositionspartei nicht nur in Düsseldorf in der ersten Legislatur, sondern auch im Deutschen Bundestag zu sein und dass wir von da aus mit Ihrer Hilfe wachsen müssen. Ja, ich weiß es schon in den Kopf, ich habe es erwartet. Es ist in Ordnung. Sie dürfen Ihre eigene Meinung haben, aber man kann sich auch zu Tode siegen. Und die AfD braucht Kraft und Zeit, um zu wachsen. Und wir müssen sehr viel schneller wachsen und kraftvoll werden als andere Parteien in Europa. Da geben wir uns Mühe, das verspreche ich Ihnen, aber helfen Sie uns dabei, die AfD zu einer dauerhaften Alternative zu machen und nicht zu einem Strohfeuer. Und dafür müssen wir auch in Berlin erst den parlamentarischen Alltag in kürzester Zeit erlernen, bevor wir dann hoffentlich zum frühesten Zeitpunkt 2021 mehr Verantwortung übernehmen können. Herzlichen Dank.
denn am Ende unserer Vorträge gibt es immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und es gibt keine Frage, die Sie nicht stellen dürfen. Das ist vielleicht auch die Möglichkeit, dass Sie mal zu Wort kommen, denn wir haben wahrhaftig genug geredet. Was ist das? Es ist so, dass ein Saatmikrofon vermisst, was irgendwo hier vorne in den ersten zwei, drei Reihen liegen muss. Das ist das andere. Okay, dann schlagen wir eines ab. Ja, ich schlage vor, dass wir das so machen. Wer eine Frage stellen möchte, hebt für mich deutlich wahrnehmbar, das ist von hier vorne etwas schwierig in die Hand. Es sollten aber bitte Fragen sein. Das sollte jetzt also nicht eine verkleidete Möglichkeit sein, die Rede zu halten vor Publikum, die man immer schon mal halten wollte. Ja, versuchen Sie sich möglichst kurz zu fassen. Wir probieren mal, wie es klappt. Ich sehe jetzt bei dem Punkt 12, in puncto Energiepolitik, den Punkt Bioenergie, Subventionen beendeten, Vorgangsanspeisung einstellen, zum Punkt Kernenergie, Alternativen erforschen bis dahin Laufzeitverlängerung. Wir hier in Euskirchen, ich glaube, dass alle das wissen, haben in Belgien das Kernkraftwerk Tihange, was uns alle eigentlich recht gefährdet. Und da frage ich mich, warum Sie da für die Kernenergie stimmen als Alternative? Und ebenso wollte ich auf die Frage zurückkommen. Herr Pretzel, Sie haben ja das vorhin so eingeleitet. Der Anschlag in Stockholm, Sie haben das mit dem Islam in Verbindung gebracht. Woher haben Sie die Informationen denn genau? Doch, das haben Sie. Also, Sie können sich den Livestream gerne machen. Ja, mache ich gerne. Bitte, machen Sie das. Aber ich sag mal so, ich kann es jetzt damit in Verbindung bringen, um Ihnen den Gefallen zu tun. Wir haben kein buddhistisches Terrorproblem, wir haben in Europa ein islamisches Terrorproblem. Ja. Also, ich will nicht behaupten, dass es in Deutschland nicht früher schon irre gegeben hat, dass es unfassbare Verbrechen gegeben hat. Jetzt hat es den Bekloppten der den Jungen umgebracht hat, den Neunjährigen, in Herne, glaube ich, war das. Also ist es nicht so, dass das Deutsche keine Verbrechen begehen. Aber wenn wir uns die Kriminalstatistik ansehen, dann haben wir bei der muslimischen Bevölkerung eine höhere Gewaltaffinität, ganz grundsätzlich. Das können Sie in jeder Statistik nachlesen, valide nachlesen. Und wenn wir uns die Terroranschläge weltweit so der letzten 15 Jahre mal ansehen, dann hat der Buddhismus keine so große Gefahr für uns gebracht. Beim Islam sieht das anders aus. Und ich sage mal, dass jetzt axtschwingend Leute durch deutsche Innenstädte laufen, ist ein neues Phänomen. Und es sind eben, auch das ist bekannt, keine Wikinger, wo man das kulturell noch verstehen kann. So. Ich will überhaupt nicht ausschließen, dass morgen ein Norweger in Italien mit einem Lastwagen durch eine Menschenmenge rast und Menschen umbringt. Das kann passieren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein Moslem es übermorgen in Frankreich macht, ist deutlich höher. Sagen wir es mal so. Das ist eine Frage der Wahrscheinlichkeit. So. Deswegen kommt man ja in Deutschland, in Köln, war man jetzt zu Silvester schon so weit, man macht auf einmal Racial Profiling. Das haben früher nur die Israelis gemacht, und da wissen wir ja von der deutschen Linken, dass das sowieso Rassisten sind. Und
Jetzt machen wir das in Deutschland. Und warum? Weil es sich bewährt hat. Es ist einfach so, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen bestimmte Risiken mit sich bringen. Und 75-jährige blau gefärbte Omas fahren üblicherweise nicht mit Lastwagen durch Menschenmengen. So, also, dann kommen wir zur Atomenergie. Die AfD möchte nicht zurück. Okay, hätte ich vielleicht die Naturwissenschaftlerin beantworten lassen sollen, die Frage. Die hätte das besser gemacht. Wir wollen nicht zurück, weil das auch im Übrigen in Deutschland überhaupt nicht zur Debatte steht. Liebe Treiber, bitte? Also, die deutschen Betreiber wollen sowieso nicht zurück, weil dieses ganze Reinen der Kartoffeln, raus aus der Kartoffeln, ist auch wirtschaftlich gar nicht sinnvoll. Insofern ist ein Zurück zur Kernkraft in Deutschland de facto, steht überhaupt nicht zur Debatte. Dass wir aber die Grundlagenforschung trotzdem weiter betreiben, weil es unter Umständen andere Möglichkeiten der Kernkraft, nämlich gibt ja auch noch die Möglichkeit von Fusion mit ganz anderen Risikoprofilen gibt. Das halten wir für ein Gebot der Vernunft, wenn wir gleichzeitig wissen, dass wir in Deutschland ein Problem mit der Energiewende haben. Und zwar ein ökonomisches und viel wichtiger ein ideologisches, weil wir nämlich in die Köpfe der Menschen eine Ideologie reinpflanzen, die einer Hypothese entspringt, die leider nicht bislang nicht valide naturwissenschaftlich belegt ist. Das betrifft die CO2-Propaganda. Frau Petri, mein Name ist Rudolf Bauerang. Ich bin stolz auf Sie und werde Ihrer Partei ab sofort zu Ihrer Sonst höre ich Ihre Lobeshymne nicht, die habe ich so gerne. Und nach Willy Brandt war die andere Partei nach Willy Brandt sowieso nichts. Und da bin ich stolz, dass ich jetzt Ihrer Partei bin. Danke. Ja, schönen guten Abend, mein Name ist Peter Reese. Ich bin aus dem schönen Königswinter gerade eingereist, um Sie persönlich mal kennenzulernen, zum einen. Und darf Ihnen zunächst auch mal meine Hochachtung ausdrücken, dass Sie hochschwanger noch sich diesem Stress überhaupt aussetzen. Danke Ihnen herzlich dafür und will jetzt auch zu meiner Frage kommen. Wie würden Sie denn ein Europa schaffen wollen, oder wie stellen Sie sich ein Europa vor? Ich habe also auch so persönliche Vorstellungen von einem Kerneuropa mit wirtschaftlich starken Ländern, ohne Abschaffung des Euro jetzt, wäre also meine persönliche Vorstellung, wie würde denn ein Europa aussehen, Ihrer Meinung nach oder nach Meinung der AfD? Sind Sie mir böse, wenn ich das an den Europaparlamentarier delegiere, die Fragen? Nein, überhaupt nicht. Sie sind mir zwar sympathischer, aber das geht auch. Das verstehe ich. Da haben Sie völlig recht. Die ist auch viel sympathischer als ich. Das bestätigen alle übereinstimmend. Aber was stellen wir uns vor? Fangen wir mal mit den, in der Tat, mit den ökonomischen Kriterien an und damit auch mit der Frage, wie kann Freihandel funktionieren? Grundsätzlich sind wir überzeugte Freunde des Freihandels. Allerdings haben wir völlig unterschiedliche wirtschaftliche Strukturen zum Teil inzwischen innerhalb der Europäischen Union. Wenn wir zum Beispiel uns Rumänien und Bulgarien ansehen, dann werden diese Länder ohne
einen, ich sag mal, zumindest zeitweiligen Protektionismus gegenüber der deutschen, französischen oder britischen Industrie nie eine eigene, relevante Industrie überhaupt aufbauen können. Weil sie ständig unter dem Wettbewerbsdruck der überlegenen deutschen Industrie stehen und damit das Schicksal einer verlängerten Werkbank der deutschen Industrie letztlich erleiden. Das gibt zwar einen kurzfristigen Schub, führt aber dazu, dass langfristig sich keine wirklich eigenständige, selbstständige Volkswirtschaft entwickeln kann. Und deshalb glaube ich persönlich, das ist nicht Programmatik, was ich Ihnen jetzt hier vortrage, sondern das sind persönliche Ideen, um das auch gleich klarzustellen. Glaube ich, dass die Länder, die wirtschaftlich noch nicht ganz so weit sind, das gilt eben insbesondere für Rumänien und Bulgarien, dass die eine entsprechende, ich sag mal, Sonderregeln brauchen und einen gewissen Schutzraum für die Entwicklung ihrer eigenen Industrie brauchen. Das gilt aber zum Beispiel auch für Länder wie Griechenland. Die sind nicht wettbewerbsfähig. Dann kann man durchaus einen Schengen-Raum haben. Es ist völlig sinnvoll, unter ähnlichen Nationen eine gemeinsame Sicherung der Außengrenze zu vereinbaren. Warum sollen Deutschland und die Niederlande jeweils für sich ihre Grenzen kontrollieren? Das können die gemeinsam machen. Das spart Ressourcen. Das ist sinnvoll. Wenn aber dann auf einmal Rumänien und Bulgarien, um mal die Extrembeispiele zu nehmen, auf einmal hineingenommen werden, dann funktioniert das Ganze eben unter Umständen nicht mehr. Und dann kommen wir an einen ganz wichtigen Punkt. Die Europäische Union, als sie geschaffen wurde, als sie jetzt vertieft wurde mit dem Vertrag von Lissabon, hat einen riesigen Fehler gemacht. Man war der Meinung, jetzt gibt es die Europäische Union, die gibt es in Ewigkeit und immerfort, in Glückseligkeit, und da will auch nie wieder jemand raus. Das ist ein riesiger Fehler, das ist vor allen Dingen eine Selbstüberschätzung und gleichzeitig ein Verbrechen an den nachfolgenden Generationen, weil man die nämlich auf einmal festkettet. Was ich also verlange, ist immer die Möglichkeit, auch wieder geregelt aussteigen zu können. Und wir sehen, dass das eigentlich nicht vorgesehen ist. Der Brexit zeigt, dass das nur mit erheblichen Schwierigkeiten überhaupt funktioniert und dass es klare Regelungen dafür gar nicht gibt. Das heißt, ich verlange also, ja, wenn Rumänien entscheidet, in einem gemeinsamen Schengen-Abkommen einzusteigen, dann muss Deutschland eben auch jederzeit wieder sagen können, morgen sind wir da draußen, und zwar ohne, dass wir gleich aus dem gemeinsamen Binnenmarkt aussteigen. Das muss ja nicht unbedingt folgen. Das heißt, man muss in der Lage sein, an bestimmten europäischen Projekten, zum Beispiel an einer zentralen Europol-Datei, teilzunehmen oder auch zu sagen, Entschuldigung, das geht mir jetzt zu weit, da mache ich aus diesen und jenen Gründen nicht mehr mit. Also durchaus ein Rosinenpicken aus den bestimmten Dingen für die einzelnen Nationen. Marine Le Pen nennt das und hat dahinter ein sehr ähnliches Konzept, Europe à la carte. Und das ist sinnvoll, weil die Nationen es freiwillig tun und in dem Bewusstsein handeln, dass jeder jederzeit wieder aussteigen kann. Das diszipliniert enorm. Das diszipliniert ganz enorm, weil jeder weiß, baue ich Mist, kann morgen mein Partner die Schnauze voll haben. Heute kann ich Mist bauen und weiß, meine Partner sind mit mir gemeinsam in diesem Schlamassee gefangen. Und dann komme ich ganz kurz zum Euro. Der Euro, den würde ich persönlich, und da gibt es aber unterschiedliche Auffassungen auch in der AfD, ich persönlich würde tatsächlich zurückgehen zur nationalen Währung. Es wäre kein allzu großes Problem, wenn man die Holländer oder auch die Finnen oder dann unter Umständen auch die Dänen in einen gemeinsamen Währungsraum integriert. Das wäre ökonomisch gar nicht so problematisch. Aber solange es Nationalstaaten gibt, solange halte ich die alleinige Entscheidungsgewalt gerade über die Währungsfrage, auch wenn die Notwendigkeit nicht da ist, für ganz elementar. Denn wenn irgendwann mal die Niederlande oder Deutschland, auch wenn sie ökonomisch
vielleicht gar keine großen Differenzen haben, auf die Idee kommen, aus welchen Gründen auch immer, meinetwegen auch politisch bedingt, eine andere Währungspolitik zu verfolgen, dann muss ihnen das möglich sein, ohne gleich das Problem einer Währungsauflösung zu haben. Und wenn wir mal ganz genau sind, die Unterschiede zwischen Nord- und Südeuropa, woher kommen die? Die kommen aus einem völlig unterschiedlichen Verständnis dessen, was Währung zu leisten hat. In Südeuropa leistet die Abwertung der Währung, zumindest früher einmal, einen Beitrag zum Sozialstaat de facto. In Nordeuropa hat man ein ganz anderes Verständnis davon und hat den Sozialstaat völlig anders strukturiert, hat deshalb eine völlig andere Steuerpolitik betrieben. Das sind unterschiedliche Verständnisse von Politik. Da ist das eine nicht richtig und das andere falsch. Es sind zwar unterschiedliche Ansätze und beide sind legitim. Und wenn morgen die Holländer auf die Idee kämen, sie wollen eine südeuropäische Währungspolitik betreiben aus sozialpolitischen Gründen, dann sollte ihnen das möglich sein, ohne dass sie vorher beim großen Bruder Deutschland fragen, ob das denn auch genehm ist. Beziehungsweise andersrum sollen nicht die Deutschen den Niederländern möglicherweise eine solche Entscheidung überstülpen. Und deswegen bin ich der Meinung, solange es Nationalstaaten gibt, sollte die Währung auf eben dieses Gebiet der Nationalstaaten auch beschränkt sein. Das hilft uns, Probleme außenpolitischer Art in der Zukunft zu verhindern und weiter gute Nachbarn zu bleiben. Dankeschön. Der Erstredner hat mich mit der Atomkraft wieder mal auf die Hinterbeine gebracht. Kernkraft. Nehmen Sie trotzdem das Mikro bitte richtig an. So, noch näher. Jetzt. In Ordnung. Also, ich finde es großartig, dass zumindest eine Partei über die eventuelle Wiedereinführung im kleinen Rahmen von Kernkraft nachdenkt. Wir haben es vielleicht einmal nötig. Und die Welt um uns herum zeigt, dass andere darüber nachdenken. Aber darüber wollte ich nicht reden, das war nur der Vorgänger. So, also ich bin hierher gekommen und habe sehr genau hingehört, das Wort Umwelt ist kein einziges Mal vorgekommen. Und jetzt lasse ich eine These los. Wenn wir unsere Umweltproblematik nicht lösen, brauchen wir über die ganzen anderen Probleme immer weiter nachzudenken. Das erübrigt sich. Also, was ist jetzt Ihre Frage dazu? Die Frage ist, warum leugnen Sie die anthropogene Erderwärmung? Sie wissen, dass ich mit diesen Fragen mich besonders freue. Genau, also, wir leugnen Sie, weil Sie für uns aktuell nichts weiter als eine Hypothese ist. Wir leugnen nicht, ja, wir müssen uns ja nicht einig sein. Wir sind trotzdem herzlich willkommen und gehen auf einem guten Gefühl nach Hause. Also, wir sind völlig einig damit, dass es einen Klimawandel gibt. Den gibt es übrigens immer und da streiten wir beide wahrscheinlich auch gar nicht drüber, auch nicht inhaltlich. Wir halten aber die Frage, ob das, was wir in Deutschland, speziell aber auch weltweit, an CO2-Ausstoß produzieren, wir halten die Frage, ob das substanziell für den Klimawandel verantwortlich ist, für sehr fraglich. Und wir werden es heute Abend nicht den ganzen Abend diskutieren, da wir dann die anderen über das Wort kommen lassen. Aber Sie wissen vielleicht, wenn Sie frühere Äußerungen meinerseits kennen, dass wir schon bei der Beantwortung der Frage scheitern, und zwar nicht nur wir, sondern auch die sogenannten Klimaexperten in Potsdam oder am IPCC oder sonst wo, was zuerst da war, der CO2-Anstieg oder die Erwärmung. Das ist wie die Frage nach dem Henne und dem Ei. Das kann Ihnen niemand beantworten. Es ist eine wissenschaftliche Hypothese, ob erst das eine oder das andere dran war. Jetzt könnten wir, ich sage Ihnen nur, wo wir schon anfangen mit der Problematik. Dann gibt es ja so typischerweise die Indikatoren, die alle aufgezählt werden, um den Bürgern klarzumachen, dass sie doch jeden Tag sehen, dass wir es sind, die das verursachen. Und da wird aufgezählt der Meeresspiegelanstieg, die Zunahme von Extremwetterereignissen, das Abschmelzen der europäischen Gletscher, das Eis, das schwindende Eis in der Arktis,
Nun, ich habe zwar viel genommen, Sie können noch mehr finden. Jetzt frage ich Sie, wo ist das statistisch belegt? Wissen Sie es? Okay, ich werde Ihnen sagen, was statistisch belegt ist, und zwar von dem Institut im Übrigen, das in seinem Arbeitsauftrag stehen hat, den anthropogenen Anteil am Klimawandel zu beweisen, was im Übrigen für ein wissenschaftliches Institut echt eine steile These ist. Ich gründe ein Institut, das IPCC, steuerfinanziert, um zu beweisen, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Jeder normale Wissenschaftler weiß, dass ich in eine Summe-Hypothese meiner Arbeit gehe, ich eigentlich schon bewiesen habe, dass ich wissenschaftlich nicht arbeiten kann, aber lassen wir es mal beiseite. Also, im IPCC-Bericht, und zwar im Komplettbericht, werden all diese Phänomene untersucht, die ich gerade genannt habe. Und, überraschende Erkenntnis, weder können wir einen Anstieg von extremen Wetterereignissen über die letzten Jahrzehnte feststellen, noch gibt es, wenn wir genau hinschauen, tatsächlich über den statistischen Fehler hinausgehende Beweise dafür, dass wir tatsächlich einen Meeresspiegelanstieg haben, weil nämlich die Messmethoden unterschiedlich sind. Dazu müssen wir erkennen, dass die Gletscher in den Alpen, die ja so gerne als Beispiel genommen werden, gerade einmal 2% des weltweiten Festlandeises ausmachen. Und da das arktische Eis mal gerne im September gemessen wird, wenn sowieso das Eislevel in der Arktis jahreszeitenbedingt am niedrigsten ist und sich dann wieder aufbaut, und wir dazu noch zur Kenntnis nehmen können, dass der antarktische Eispanzer überproportional seit Jahren wächst, da stellen wir fest, dass all diese Indikatoren, die so gerne in der Öffentlichkeit transportiert werden, irgendwie nicht das liefern, was wir ganz gerne beweisen möchten. Aber das ist nicht schlimm. Wir kompensieren das einfach dadurch, indem wir eine Kurzfassung des IPCC-Berichtes verfassen, der für Journalisten und Politiker geeignet ist. Dass der die Erkenntnisse des Langberichtes in großen Teilen nicht mehr zur Kenntnis nimmt, sondern einfach konstatiert, dass wir all diese Phänomene sehen, die wir zwar nicht sehen, aber wir sehen sie in dem Kurzbericht eben trotzdem, das wird dabei gleich verschwiegen. Und deswegen können wir gerne über alles Mögliche streiten. Wir sagen ja auch nicht, dass wir die endgültige Wahrheit gepachtet haben. Wir sagen, solange nicht bewiesen ist, dass wir tatsächlich als Menschen diesen Einfluss haben, und ich füge hinzu, Deutschland ist gerade einmal verantwortlich für 3% des weltweiten CO2-Ausstoßes, was an die Frage, wie wir uns verhalten und welche Auswirkungen das aufs Weltklima hätte, wenn es denn Einfluss hätte, sowieso sehr marginal erscheinen lässt, dass uns das nicht ausreicht, um eine Energiewirtschaft in einem Industrieland, das massiv von fossilen Energieträgern abhängig ist, weil wir sonst zu einer Deindustrialisierung kommen, die uns nicht nützen kann, dass wir dafür nicht zur Verfügung stehen. Ja, guten Tag, mein Name ist Alexander Simos. Ich habe in dem Parteiprogramm noch etwas gelesen, dass Sie eine Obergrenze für Steuern einführen wollen. Habe ich das richtig gelesen? Eine Obergrenze wofür? Für Steuern. Also, im Moment ist es ja so, dass sehr viele Leute sich auf die kalte Progression begrenzen wollen. Das stand Obergrenze, ich weiß nicht, das ist eine Kurzversion. Und Sie haben ja auch über Altersarmut gesprochen, zu Recht. Und da denke ich, wenn Leute, die nicht mehr verdienen, mehr Steuern bezahlen, dann hat man auch das Geld, um eben zum Beispiel Altersarmut zu vermeiden oder abzumildern. Also, ich habe jetzt gerade schon nachgefragt, weil mir das nicht ganz klar ist, was Sie an der Stelle gelesen haben. Da müssen Sie bitte mal genau nachgucken. Wenn Sie das Handy dabei haben, dann finden Sie das auch ganz schnell. Dann können Sie die Stelle nochmal zitieren. Was für ein Programm haben Sie in deiner Hand? Das ist nicht das Bundesprogramm. Das hier, was hier auf dem Platz lag. Das ist Punkt Nummer 11, der erste Punkt. Obertarif oder den Stufentarif und Obergrenze der Steuer. Einen guten Maximalsteuertarif gibt es jetzt auch. Also in der Tat, wir fordern, dass das Steuersystem vereinfacht wird, wir fordern, dass die kalte Progression davon abgeschafft wird und dass wir in der Tat transparente Stufentarife bei der Steuer haben. Das ist aber auch ein
dass es irgendwo auch eine Obergrenze gibt. Das gibt es ja jetzt schon, es gibt auch jetzt einen maximalen Steuersatz. Also an der Stelle kann ich jetzt die Diskrepanz nicht erkennen, die Sie sehen. Sie haben, glaube ich, gesagt, wenn Sie viel Geld verdienen, wollen Sie auch viel Steuern zahlen. Na, das dürfen Sie ohne Probleme machen, das tun Sie ja auch jetzt schon. Daran wollen wir Sie ja gar nicht hindern. Wir möchten, dass das Steuersystem transparenter wird. Und Deutschland hat einen Anteil von 30% in der weltweiten Steuerliteratur. So viel Steuerliteratur haben wir, so unverständlich ist unser Steuersystem. Und unser Ansatz ist, das transparenter zu machen. Unser Ansatz ist nicht, dass Sie keine Steuern mehr zahlen müssen. Wir versprechen im Übrigen auch keine sofortigen Steuersenkungen. Aber wir versprechen Steuervereinfachung. Und das wird in einigen Fällen dazu führen, dass man weniger Steuern zahlt. Und in einigen Fällen kann es auch dazu führen, dass man mehr Steuern zahlt. Also es gibt ja, es ist hier leider in der Tat nicht, wirklich nicht gut formuliert. Das muss man einfach mal sagen. Weil das im Prinzip nichts sagen ist, wenn ich das so sagen darf. Aber dass es eine Obergrenze für Steuern gibt, ja, das ist eigentlich logisch, die liegt irgendwo bei 100%, dann ist eben Schluss. Aber wir bewegen uns ja auch darauf zu, was eine ganz wesentliche Idee ist, und die richtet sich insbesondere an die unteren und mittleren Einkommen, ist zum einen das Thema Familiensplitting, weil das gerade für, ich sag mal, mittlere Einkommensgruppen hochinteressant ist. Und das zweite Thema ist die Frage, wie geht man mit den Sozialversicherungen um? Weil das, was Sie ansprechen, wenn Sie gut verdienen, dann können Sie auch viele Steuern zahlen. Das ist in Deutschland leider auf den Kopf gestellt. Sie zahlen nämlich besonders viel Steuern und Abgaben, wenn Sie ein mittleres Einkommen haben, weil Sie dann die volle Sozialversicherungslast tragen. Während Sie als gut, also als Hochverdiener durch die Deckelung der Sozialversicherungsbeiträge am Ende sogar in Ihrer Steuer- und Abgabenlast, wenn Sie die addieren, weniger Abgaben zahlen. Und ich mache das, das will ich Ihnen auch heute Abend nicht ersparen, weil ich es immer wieder sage, nehmen Sie einfach mal einen Mindestlohnempfänger. Der Mindestlohnempfänger, wenn Sie beim Arbeitgeber mal anfangen, der Arbeitgeber zahlt für den Mindestlohnempfänger 11,50 Euro Arbeitgeberbrutto. 11,50 Euro. Arbeitnehmerbrutto sind dann noch sind das jetzt 8,83 Euro, glaube ich. 84. Ja. Gut, hätte ich die Mindestlöhne fast zusammen gemacht. Und Arbeitnehmernetto sind noch 6,50 Euro pro Stunde. Da haben Sie zwischen dem Arbeitgeberbrutto und dem Arbeitnehmernetto fehlende schlanke 37%. Die sind weg. Und der zahlt monatlich überhaupt nur rund 60 Euro Steuern. Also das sind alles Sozialversicherungen im Wesentlichen, die da runtergehen. Und dann hat dieser Mindestlöhner, der hat noch keine Umsatzsteuer bezahlt, der hat noch keine Mineralsteuer bezahlt, der hat noch keine Grundsteuer bei seiner Miete bezahlt, der hat noch keine EEG-Umlage mit seiner Stromrechnung bezahlt. Wenn Sie das alles mal addieren und gucken, wie der Staat beim Mindestlohn schon zuhaut, wenn Sie die Sozialversicherung alle addieren, dann sind Sie mal locker bei einer Staatsquote, die liegen jenseits der 50%. Das heißt, die hohe Staatsquote, das Problem haben wir derzeit nicht bei den Großverdienern. Also ich sag mal, wer eine sechsstellige Summe im Jahr verdient und über 40% Steuerlast hat, der sollte seinen Steuerberater wechseln. Ja, der macht einen riesen Fehler, denn da gibt es so viele Ausnahmen und Tatbestände, die man sich, sagen wir mal, ins Boot holen kann mit etwas cleverer Gestaltung, dass man das anders gestalten kann. Das Problem sind diejenigen, die diese Gestaltungsmöglichkeiten nicht haben. Und wenn sie dann, wie gesagt, in die mittleren Einkommensbereiche gehen, da verdient dann eben, man eben nicht mehr nur Mindestlohn, sondern da verdient dann auf einmal 2.500 oder 3.000 Euro im Monat. Na, Halleluja. Da haben Sie Belastungen, gerade wenn Sie mal ins Arbeitgeberbrutto gucken. Und das ist eigentlich die relevante Größe, die Sie angucken müssen, weil das ist das, was die Arbeit kostet. Und da greift der Staat über die Sozialversicherungen derart gewaltig zu. Und das muss aufhören, indem wir nicht nur einen Steuerfreibetrag haben, sondern zumindest auch einen minimalen Sozialversicherungsfreibetrag, damit nämlich derjenige, der wirklich vielleicht nur auch
auch eine Teilzeitstelle nebenher hat, damit der überhaupt einen Anreiz hat zu arbeiten und sich eben nicht mehr sagt, naja Gott, das kann ich auch vom Amt haben, das lohnt sich für mich nicht zu arbeiten. Es muss am Ende sich auch wieder lohnen, auch eine Teilzeitstelle für kleines Geld und eben nicht für Riesengehalt anzunehmen. Das ist schlicht eine Frage der Gerechtigkeit, die dort leider inzwischen keine Selbstverständlichkeit ist. Aber trotzdem haben Sie recht, das ist Mist. Schönen guten Abend. Ich habe folgende Frage an Sie. Ihre Islamkritik nehme ich sehr gern zur Kenntnis und finde gut, dass sie mutig und klar ist. Was mir fehlt, ist, ich sage es ganz platt, der Angriff auf die Religionsverbände. Und was mir auch fehlt, ist die Integrationspolitik. Und was mich interessiert ist, inwieweit sind da bei der AfD, gerade in Nordrhein-Westfalen, die Pläne ja ausgearbeitet? Oder in welche Richtung geht das? Danke. Also, Religionsverbände, also ich, das ist vorhin ganz kurz angeklungen, aber in der Tat vielleicht nicht so deutlich geworden. Es gibt ja diese schöne Berliner Erklärung der CDU-Innenminister, die auf die glorreiche Idee gekommen sind, dass extremistische Organisationen in Zukunft keine Moscheen mehr finanzieren dürfen. Das muss man sich mal reinziehen. Die Innenminister, die für das Verbot extremistischer Vereine zuständig sind und damit auch für die Einziehung ihres Vermögens, sind immerhin der Meinung, dass sie mit diesem Geld in Zukunft wenigstens keine Moscheen mehr finanzieren dürfen. Halleluja! Das nenne ich wirklich Härte, wo Härte angebracht ist. Von der CDU. Die SPD ist noch nicht ganz so weit. Das war jetzt immer nie. Ja. So, soll man in der Politik eigentlich nicht machen, habe ich mir sagen lassen. Ich kann es aber nicht lassen. Wir sind der Meinung, dass wir ganz generell die Auslandsfinanzierung verbieten müssen. Also, dass DITIB hier in Deutschland de facto nicht nur, ich sag mal, zum Teil eine überhaupt wieder Re-Islamisierung da betreibt, die zum Teil waren ja viele Türken eigentlich säkular und werden zum Teil re-islamisiert, aber noch viel schlimmer, sie werden vor allen Dingen türkisch nationalisiert. Das heißt, hier werden ganz klar türkische staatliche Interessen über Moscheen nach Deutschland an hier lebende Bevölkerung und leider viel zu häufig mit Doppelpass versehene Menschen transportiert. Das gilt es zu beenden. Das ist überhaupt gar kein Problem. Wie gesagt, diese Auslandsfinanzierung, das muss man sich überhaupt nicht bieten lassen. Und im umgekehrten Fall würde das auch nicht zugelassen werden. Genauso muss man selbstverständlich das, was aus Katar und Saudi-Arabien nach Europa getragen wird, nämlich der Salafismus, das muss selbstverständlich beendet werden. Ohne die Geldquellen von der arabischen Halbinsel könnten die Salafisten hier in Deutschland sich nicht annähernd so entwickeln, wie sie das derzeit tun. So, das heißt, klares Verbot. Auch klar, wie ich schon sagte, die Überwachung der Moscheen mit entsprechenden Folgen, das heißt dann auch Abschiebung. Wer hier Gewalt predigt, ist ein Gefährder, kann jetzt schon nach aktueller Rechtslage jederzeit abgeschoben werden. Das ist nur eine Frage des Willens. Die gesetzlichen Instrumente sind längst vorhanden. So, und dann fragten Sie noch was zum Thema Integration. Nun, Integration wird am Ende nicht reichen. Wir sprechen von Assimilation. Das heißt nicht, dass jemand, der aus der Türkei in jungen Jahren nach Deutschland kommt, nicht auch seine türkische Identität sozusagen bis an sein Lebensende mit sich herumträgt. Ja, dagegen ist überhaupt gar nichts einzuwenden.
Aber es ist auch nichts dagegen einzuwenden, dass dessen Kinder sich eben nicht mehr als Türken verstehen, sondern dass sie sich als Deutsche verstehen. Ich würde mir zum Beispiel wünschen, und dazu bedarf es aber grundsätzlich erstmal auch eines Willens, überhaupt dazu zu gehören zu dieser Gesellschaft, dass türkische Kinder in der dritten Generation nicht mehr Mahmut heißen, sondern Klaus. Warum eigentlich nicht? Deutsche Auswanderer, gehen Sie mal, gucken Sie mal, was mit deutschen Auswanderern in der dritten oder vierten Generation passiert. Die heißen eben nicht mehr Klaus. Die heißen in den USA eben John oder Ben. Oder die heißen Juan, wenn sie irgendwo in Chile leben. Und dagegen ist nichts einzuwenden, das ist notwendig. Weil solange sozusagen immer erkennbar ist, bist du irgendwie Deutscher oder bist du eigentlich was anderes, so lange gibt es diese Gegensätze der Gesellschaft. Und dazu muss einerseits die aufnehmende Gesellschaft bereit sein, diese Menschen zu akzeptieren. Und ich glaube, dass Deutschland grundsätzlich ein Land ist, was Fremden gegenüber aufgeschlossen und neugierig ist. Aber es muss auch den Willen derjenigen geben, die sich integrieren bzw. über Generationen assimilieren sollen. Die müssen das wollen. Das heißt, ich erwarte auch, und das ist im Kern, ist es eine Bringschuld desjenigen, der hierher kommt. Wer hierher kommt und nicht dazugehören will, der bringt die Grundvoraussetzung für ein gedeihliches Miteinander nicht mit. Und dann können wir gerne jede Form von Integrationshilfe leisten. Dazu zählen Sprachkurse, dazu zählen Weiterbildungsmöglichkeiten beruflicher Art etc. Dazu zählen von mir aus auch Kurse, was das Vermitteln von Kultur betrifft. Gerne, da lohnt sich jeder Euro. Aber wenn man, so wie jetzt, bei Asylanten massenhaft zum Beispiel Sprachkurse, die ein Sündengeld verschlingen, zur Verfügung stellt, am Ende aber nicht mal überprüft, ob derjenige den Sprachkurs überhaupt besucht, so lange schmeißen wir kein Geld aus. Es nützt nichts. Ich bin bereit, demjenigen, der sagt, ich möchte mich integrieren, bitte hilf mir, der soll bitte jede Hilfe und Geld und was auch immer bekommen, was dazu notwendig ist. Aber einfach ungefragt ist mit der Gießkanne über die Leute auszuregnen und zu hoffen, dass es auf fruchtbaren Boden fällt. Entschuldigung, da hat uns die Realität gezeigt, dass das nicht funktioniert. Und insofern, ja, Integration mit dem Ziel der Assimilation über Generationen, aber bitte ausgewählt. Kreisverband Euskirchen zurückkommen. Ich mache es wirklich sehr kurz. Wir sind im Rheinland, mehrheitlich katholisch, irgendwann geht der Klingelbeutel rum. Nur metaphorisch. Sehr kurz gesagt hätte ich von Ihnen gerne drei Dinge. Also Ihre Stimme, und ich denke, da haben unsere beiden Gäste alles dafür getan, was getan werden kann. Und Bernd Lübcke. Also die Stimme, bei der Landtagswahl haben Sie die Möglichkeit, für Herrn Pretzell zu stimmen. Für Bernd Lübcke bei der Bundestagswahl hoffe ich, dass Sie alle stimmen werden für Frau Petrik und unseren Direktkandidaten Rüdiger Lukas. So, was hätte ich gerne noch? Ihre Stimme, Ihr Geld. Ich habe eben schon den Hinweis gegeben, wir sind einer der ärmsten
sehr fleißigsten, aber den ärmsten Kreisverbände. Wenn Sie es möglich machen können, wenn Sie kleine Summen spenden wollen, da reichen die Sparschweine da hinten an den Tisch aus. Wenn Sie große Summen spenden, was ich Ihnen also sehr empfehlen kann, dann machen Sie das besser auf der Banküberweisung, dann kriegen Sie auch eine Spendenquittung. Also ich hätte gerne Stimme, Geld, auch Zeit. Gerade in Wahlkampfzeiten, wie jetzt, merken wir, wir brauchen viel, viel, viel mehr Manpower. Die wenigen, die wir haben, sind hochmotiviert. Sie kennen das vom Volkssturm, es ist sehr heldenhaft, aber es ist, wird versorgt. Ja, also ich will damit sagen, wenn Sie sich vorstellen können, wenn Ihre Zustimmung heute Abend so groß war, dass Sie sich vorstellen können, Mitglied bei uns zu werden, dann würde uns das auch sehr helfen und sehr freuen. Ich bedanke mich jetzt noch ein letztes Mal, aber sehr, sehr herzlich. Genauso wichtig wie die Redner sind die Gäste. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei allen Ihnen, die gekommen sind, die Interesse gezeigt haben, die auch kritische Fragen gestellt haben. Ich hoffe, Sie haben sich bei uns wohlgefühlt und nehmen einen guten Eindruck mit nach Hause. Ihnen allen einen guten Heimweg. Dankeschön. Ich habe hier.